Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Folge 1 Baldur's Gate. Das Spiel ist seit heute in der Vollversion draußen und wir starten mal direkt rein in ein neues Spiel. Es gibt drei verschiedene Modi, die wir zu Beginn wählen können. Einmal das Entdeckerspiel, wo es dann mehr darum geht, die Geschichte zu ergründen. Dann gibt es einen ausgeglichenen Part und man kann natürlich dann auch als Taktiker die harte Kampagne spielen, wo der Schwerkampf auf Kampf liegt. Wir bleiben aber natürlich bei ausgeglichen, so haben sich die Entwickler das, glaube ich, mal grundsätzlich gedacht. Und so fangen wir auch an. Baldur's Gate 3 ist ein unfassbar umfangreiches Spiel und wir schauen erstmal in diese kleine Opening-Sequenz rein. Ist das nicht ein Traum? Ja, das ist so ein kleiner Gehirnparasit. Der wird im Laufe der Story noch eine Rolle spielen. Und ich finde das Charakterdesign von diesem Typen so geil. Ah, es ist widerlich. Es ist so widerlich. Ah, das schüttelt sich. Ah. So, und jetzt sind wir schon... Hi. ...in der sehr umfangreichen Charaktererstellung. Und ich habe das Spiel natürlich noch nicht gespielt, auch nicht in einem Early Access. Ich habe nur einmal kurz reingeschaut, um zu gucken, dass alles klappt und dabei mir auch einen Charakter erstellt und mir das Ganze mal angeschaut. Und das versuche ich euch jetzt mal mit dem wenigen, was ich weiß, zu erklären. Also es gibt natürlich die vorgefertigten Charaktere. Das ist hier Astarion, Laesel, Gale, Schatten. Ich kann einfach mal drauf drücken. Astarion. Und hier oben rechts seht ihr schon, was das für eine Charakterklasse ist, welche Rasse das ist und welche Werte der hat. In dem Fall jetzt von Astarion ist er ein Hochelf und er ist ein Schurke. Und er hat also Strength, also Stärke 8, Geschicklichkeit 17, Konstitution 14, Intelligenz 13, Weisheit 13 und Charisma 13. Und diese Werte sind natürlich dann, je nachdem welche Klasse man spielt, dann mehr oder weniger relevant. In dem Fall hat er hier Geschicklichkeit und das ist natürlich dann als Schurke ganz interessant. Das hat eine Auswirkung plus 3 auf Geschicklichkeitswürfe. Und die Würfe werden wie bei einem Pen and Paper mit einem W20 gerollt. Das Ganze ist ja auch... Dungeons and Dragons Regelwerk, was dahinter steckt. Und dann gibt es natürlich immer so wichtigere Eigenschaften und unwichtigere, je nachdem, was man eben spielt. Dann haben wir hier noch sie, die haben wir gerade in der Zwischensequenz oder in der Intro-Sequenz auch gesehen. Sie ist ein Kämpfer, Strength, deswegen auf 17. Sie ist ein Kämpfer vom Githyanki. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. So, das ist Gale. Gale ist ein Magier und ein Mensch. Intelligenz natürlich 17. Und dann haben wir hier Schattenherz, Halbhoch 11. Noch ein weiterer Mensch, diesmal aber ein Hexenmeister. Und ich glaube, hier sehen wir auch schon den Unterschied, ne? Weil Hexenmeister brauchen Charisma als Hauptattribut. Wohingegen halt, was ist er hier? Magier dann eher Intelligenz brauchen. Dann haben wir sie. Sie ist ein Zariel-Tiefling. Die sehen natürlich auch ziemlich krass aus. Sie ist auch ein Barbar, also Stärke, Nahkampf, denke ich mal, das ist so ihr Ding. Und dann haben wir den Drachenblütigen, der ist auch ein Zauberer und bei ihm ist eben auch Charisma der entscheidende Wert. Das steht da unten ja auch, verbessert Zauberwirken bei Barden, Hexenmeistern, Paladinen und Zauberern und Intelligenz
Zauber wirken bei Magiern. So, und jetzt haben wir natürlich aber die Möglichkeit, uns einen ganz eigenen Charakter zu machen. Und da können wir jetzt hier einfach mal euch, indem ich einfach häufig mal auf Randomizen drücke, mal könnt ihr euch dann einen Eindruck davon erhaschen, wie umfangreich das Ganze ist und wie unterschiedlich die alle aussehen können. Ich drücke einfach mal so wild durch und lasse euch mal so ein bisschen dadurch fliegen. Das hier ist ein tiefen Gnom, ein Leichtfuß-Halbling. Ihr seht, es gibt ja auch so ganz viele äußerliche Eigenschaften. Felsengnom. Waldhalbelf. Goldzwerg, Halborg. Das ist ein Mensch. Ich weiß gar nicht, können wir nochmal so zurück? Genau, sie ist ein Mensch. Und wir können ja mal eben, wenn wir das Aussehen bearbeiten, das kann man natürlich alles, wie man will, auch ändern. Unterschiedlichen Körperbau. Wir können das Gesicht einfach auch nochmal ändern, wie uns das gerade passt. Und dann können wir natürlich aber auch diesen ganzen Schmuck und so dann auch, wenn wir wollen, wieder rausnehmen. Ich will jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht, ich weiß gar nicht, ob wir hier jetzt auch nochmal die Klasse und so können wir, glaube ich, nicht. Wir gehen mal hier, Volk, genau. Also, wir können jetzt uns das selbst so ein bisschen mal zusammenstellen. Das sind die, wie viel haben wir jetzt hier? 11? Nee, doch, 4, 8, 11. Verschiedene Völker, also wir haben natürlich hier so die klassischen Elfen. Da stehen auch immer, wenn man da so draufklickt oder hier drüber hovert, so ein bisschen was zur Geschichte dieser einzelnen Völker. Dann haben wir die Tieflinge, die sehen natürlich schon ziemlich interessant aus. Dann haben wir diese Drows, klar, das sind Menschen. Die Githyanki. Hier steht es auch, Githyanki sind seit ihrer Versklavung durch die Gedankenschinder ziemlich rücksichtslos. Sie fliegen auf roten Drachen über die Astralsee und bringen ihre Silberschwerter und ihre psionischen Kräfte gegen jedes Anzeichen von, was? Illithien-Gefahr. Ist nicht so einfach, das so zu lesen. So, Zwerge haben wir natürlich, klassisch, klar, dann haben wir diese Halbelfen. Die sind, glaube ich, eine Mischung aus Mensch und Elf, wenn mich nicht alles täuscht. Klar, Halblinge kennen wir, das sind so Hobbits zum Beispiel, Gnome. Dann gibt es hier dieses Drachenvolk, die sehen natürlich sehr beeindruckend aus. Und dann diese Halborks, die eine Kreuzung sein dürften aus Mensch und Ork. So, also, wir können mal gucken. Ich finde, ich habe irgendwie Bock, also Kleriker gefällt mir irgendwie ganz gut. Und entweder wir nehmen einen Mensch oder wir nehmen einen Elf. Das würde auch gehen. Klasse, Kleriker, genau. Finde ich irgendwie ganz interessant. Skaliert ja hier dann auch mit Weisheit. Dann könnten wir uns hier nochmal so Zaubertricks raussuchen, die sie hat, nehme ich mal an. Also Resistenz, göttliche Führung, heilige Flamme. Taumaturgie. Du bist bei Einschüchtern und Auftretenwürfen im Vorteil. Heilige Flamme, Hervorrufungszaubertrick, alles klar, Schaden. Das sind, glaube ich, die wir jetzt hier haben. Licht haben wir dann offensichtlich nicht. Verleiht einem Objekt eine Aura aus Licht. Klingenbann haben wir nicht. Und Flammen erzeugen. Klingt aber auch ziemlich spannend. Aber wir haben die heilige Flamme, wir haben die göttliche Führung. Wir haben die Resistenz. Okay, mach ein Ziel resistenter gegen Zaubereffekte und Zustände. Es erhält einen Bonus von 1d4 auf Rettungswürfe. Das ist dann eher so ein Unterstützungszauber. Ich weiß gar nicht, ob wir den auf uns selber wirken können. Klingenbann, genau. Und es gab auch, ich hatte das schon mal eingesehen, ein Zauber, da konnte man seine Äußerlichkeiten ändern, dass man dann aussieht wie das Mitglied einer anderen Rasse. Ich weiß aber nicht, ich glaube, der hat das nicht. Ich weiß gar nicht, wenn ich das Volk ändere und sag mal, ich gehe jetzt mal auf so einen klassischen Elf. Ob der andere Zaubertricks hat. Ja, Feuerpfeil, okay. Ah ja, schaut mal, das sieht schon wieder ganz anders aus. Säurespritzer, Knochenkälte, Feuerpfeil, Gift versprühen, Kältestrahl, Schockgriff, Klingenbann. Freunde, du bist bei Charisma-Würfen gegen eine nicht feindlich gesinnte Kreatur im Vorteil. Okay, das ist auch interessant. Tanzende Lichter, Licht, Magierhand. Erschaffe eine Illusion, die Kreaturen in der Nähe zu Untersuchungen verleitet. Auch spannend.
Sei bei deinem nächsten Angriff. Ich weiß gar nicht, wie viele man da jetzt... Man da nur einnehmen kann. Klasse Kleriker. Achso, und hier sind die Zaubertricks. Achso, das ist das, wo wir gerade waren. Okay, das sind, glaube ich, die gleichen. Weiß gar nicht, ob das da jetzt noch eine große Rolle spielt. Okay, pass auf. Wir sagen einfach mal, wir bleiben dann jetzt mal beim... Wir bleiben einfach mal so beim Menschen. Klasse Kleriker mag ich. Zaubertricks lassen wir mal jetzt... Da fehlen mir auch so ein bisschen natürlich jetzt schon die Erfahrung, um zu wissen, was hier interessant ist. So, Domäne des Wissens. Dein Verstand ist in allen Sprachen und Fertigkeiten versiert und gleicht einem Behältnis voller exquisitem Wissen. Das heißt, was kann sie hier befehlen? Befehl einer Kreatur zu fliehen, näher zu kommen, stehen zu bleiben, auf den Boden zu fallen oder die Waffe wegzuwerfen. Finde ich sehr gut. Domäne der List. Also ihr seht, wie komplex das ist, ne? Das ist einfach so krass. Okay, wir können ja eher so eine Heilerin dann offensichtlich auch ausbilden. Wir gehen mal auf Domäne des Wissens. So, Gottheit, auch hier kann man das wieder irgendwie spezialisieren. Wir sind jetzt hier standardmäßig bei Lolth. Lolth, die vielgeschmähte, oder wir können auch Lolth sagen, scheiß aufs TH. Die vielgeschmähte oberste Göttin der Drow herrscht über Spinnen, das Unterreich und die bösen Kreaturen der Dämonen Spinnengruben. Ihr oberstes Ziel ist es, alle Drow auf die Seite des Verderbens zu ziehen und sie in herzlose Kultisten zu verwandeln. Das klingt nicht wie eine Gottheit, auf die ich Bock habe, ehrlich gesagt. Was gibt's denn noch? Was ist denn mit Ogma? Gott der Inspiration und Erfindung und teilt über Barden und Kleriker sein Wissen mit der Welt. Anders als viele andere Gottheiten erlaubt Ogma seinem Klerus jede moralische Gesinnung. Ich finde zum Beispiel, Ogma passt ja irgendwie jetzt auf Kleriker ganz gut. Das wird da ja auch erwähnt. Ich habe auch extra jetzt, ich kenne die alle nicht, ne, mal diese Schriftrolle eingeklickt, weil ich dachte, das klingt eher so nach Weisheit und alles. Was haben wir hier? Ja. Waldkreaturen. Also man kann, glaube ich, schon so ein bisschen anhand des der Grafik auch drauf schließen, was vielleicht jetzt irgendwie geeignet ist. Auch das hat hier was mit Klerik zu tun. Als Mutter aller Magie überwacht Mystra das Gewebe und gibt arkanes Wissen an sterbliche Zauberwirker weiter. Ihre Kleriker bewahren das uralte Wissen und beschützen die Bastion magischer Energie. Finde ich jetzt, klingt auch wie ein gangbarer Weg. Nehmen wir jetzt einfach mal Ogma. So, Hintergrund. Auch da können wir eine kleine Hintergrundgeschichte. Siehst jetzt hier einen Sonderling. Du bist in der Wildnis aufgewachsen und kannst fernzivilisatorische Annehmlichkeiten überleben. Wir können aber auch auf Weiser gehen. Arkane Kunde und Geschichte. Du bist neugierig und belesen. Dein Wissensdurst ist unstillbar. Das würde jetzt vielleicht auch irgendwie ganz gut passen zu dem, was wir bislang so erstellt haben. Unterhaltungskünstler, Akrobatik, Auftreten. Also es ist schon krass. Man kann sich da, glaube ich, richtig, richtig interessante Charaktere machen. Und wir können jetzt hier auch irgendwie unsere Attribute nochmal anders verteilen. Weisheit ist irgendwie unser Main-Attribut. Da können wir, glaube ich, gar nicht weiter rein. Es gibt ja aber bei diesem Regelwerk, wenn mich nicht alles täuscht, ich tappe so im Halbnebel des Wissens, aber ab einer gewissen Grenze also muss man halt 2 Skillpunkte für ein Hauptattribut zahlen. Wir können das ja mal ausprobieren, wenn ich jetzt mal bei sich Stärke gehe ich mal 2 runter und könnte dann oder Bonus zuweisen. Ne, das ist der eine Bonus. Okay, das geht doch nicht. Ich dachte, ich könnte das dann noch höher setzen und müsste aber mehr dafür bezahlen. Aber ist offensichtlich nicht so. Okay, kann ich noch einen zweiten Bonus verteilen? Ja. Ja, Intelligenz. Charisma ist vielleicht nicht schlecht. Weisheit darf ich nicht. Konstitution. Die sind vermutlich alle irgendwie nützlich in irgendwelchen Situationen. Intelligenz, ja. Gedächtnis und Gedankenkraft verbessert Zauber wirken bei Magiern. Ja, ich weiß nicht. Wir haben ja Weisheit, ne? Vielleicht nehmen wir doch dann irgendwas anderes. Geschicklichkeit. So als Neben... Hohen Nebenwert finde ich auch nicht schlecht. Oder halt Charisma. Ja, ich finde Charisma cool. Ich nehme Charisma. So, machen wir das jetzt. Und wenn wir jetzt mal Empfohlenes machen, Empfohlenes nutzen, ist das sogar das? Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenzweise. Ja, okay. Machen wir das einfach mal so.
Arkane Kunde, Geschichte, Religion, Motiv erkennen, überzeugen. So, und was haben wir bei Zauber? Okay, pass auf. Heiligtum. Du oder ein Verbündeter könnt nicht zum Ziel gegnerischer Angriffe werden, bis ihr eine Kreatur angreift oder ihr Schaden zufügt. Oh, das ist interessant. Dann haben wir lenkendes Geschoss. Wir haben Wunden verursachen. Und Wasser erschaffen oder zerstören. Schild des Glaubens. Schutz vor Gut und Böse. Also man kann vermutlich hier auch wirklich einfach eine gute Support-Einheit erstellen. Hier Wunden heilen. Heilendes Wort. Wir haben jetzt hier überhaupt gar keinen Heilzauber irgendwie mit drin. Lass eine Kreatur mit der nekrotischen Energie aus deinen Händen faulen. Okay, ist ein Nahkampf-Spell. Das ist ein Distanz-Spell. Also so ein Heilzauber finde ich ja auch nicht schlecht grundsätzlich. Heile eine Kreatur, die du sehen kannst, aber das wird dann hier dann direkt abgezogen. Okay, ich lasse das mal bei dem, wie es voreingestellt war, weil ich das erst natürlich auch erstmal ausprobieren muss. Okay, so das wäre jetzt einmal so der Vorgang der Fähigkeiten. Und jetzt können wir natürlich auch das Aussehen noch bearbeiten. Und es gibt natürlich verschiedene Stimmen, aus denen man auswählen kann. So, dann machen wir mal hier, das finde ich alles okay. So, Körperschmuck, ich sage einfach mal nee. Ich habe gar keinen Bock auf irgendwelche Piercings. Können wir das einfach mal weglassen? Ich will gar nichts. Ihr seht, es gibt super viel Kladderadatsch. Ich weiß gar nicht. Ich bin Fan von nichts, genau. Dann Tätowierungen. Können wir das jetzt hier. Ah ja, genau. Ich bin da ein bisschen lame. Ich will keine Tätowierung haben. Keine Narben. So Augen. Purpur. Ja, das ist natürlich sehr interessant. Sie kann Purpur-Augen haben. Sie kann aber auch so ganz helle Augen haben. Man kann sogar noch mehr Augenfarben einblenden. Das ist einfach so krass. So, genau. Das ist Heterochromie. Ich kam vorhin auch nicht auf das Wort, aber das ist, wenn man wie bei Hauke, glaube ich, so zwei verschiedene Augenfarben hat. Ne? So Schminkstil. Das ist einfach krass. Ne? Man kann ja so ein bisschen Kajal. Oder wie heißt das alles? Wenn man will, Schminkstil 5. Kenn mich nicht aus mit sowas. Augenschminkfarbe. Ist das jetzt auf schwarz? Bestätigen? Okay, ich habe keine Ahnung. Lippen. Was? Metallische Tönung? Nein, ich will einfach nur. Kann man normale Lippen haben? Ja, okay. So. Und dann können wir hier die Haare natürlich, da gibt es wieder unfassbar viele Frisuren. Können wir auch noch so ein bisschen drehen. Das ist hier so ein Doppel-Knot. Weiß nicht genau, wie man das nennt. Da gibt es hier, guckt euch das an, wildeste Kreaturen. Kreaturen gibt es dann gleich auch im Spiel. Ja, also einfach so stinknormale, langweilige Haare kann man auch machen. Also ihr seht, das ist ultra umfangreich. Da bleiben wir einfach mal hier so bei den Haaren. Ist doch cool mit mir. Dann können wir die Haarfarbe natürlich ändern. Die ist jetzt hier aus irgendeinem Grund blau. Kann auch eher so hier so ins Blonde gehen. Goldblond. Es sieht aber gar nicht goldblond aus, ne? Kann es sein, dass ich da irgendwie Glanzlichter, dass ich da, also muss ich hier wahrscheinlich auch nochmal irgendwas... Ergrauung. Ach so, das ist lustig, okay. Ja, sieht irgendwie strange aus. Das Graue, das passt da überhaupt nicht rein. Was machst du, wenn ich das jetzt nochmal auf hellblond mache? Ah, okay, das ist der. Ah, alles klar. Sieht ein bisschen aus wie eine Barbie. Wie eine Barbie. Aber hey, it is what it is. So. Und Gesichtsbehaarung. Wir können ihr... schön auch so eine Schnorre noch geben. Aber ich finde es dann doch besser, wenn sie einfach... So, okay, das ist jetzt wirklich eine klassische Barbie-Figur, aber das ist mir jetzt recht. So, sie kriegt natürlich wieder einen vernünftigen Namen. Sie heißt Heidi Kabel, ist ja klar. So, das ist unsere Heidi Kabel. So, und jetzt brauchen wir noch einen Guardian, alles klar. Was brauchen wir für einen Guardian? Einen Wächter, Drow. Ein Tiefling. Ein Mensch.
Ich weiß nicht, was hier Sinn ergibt, ehrlich gesagt. Vielleicht nehmen wir dann noch einen Elf. Halb Elf. Die Drows. Rücksichtsloser Pragmatismus. Nee, ich weiß es nicht. Ich nehme mal so einen Elf irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was der Wächter macht. Ich nehme mal einen Elf. Okay, weiterziehen. Und jetzt kommt, glaube ich, eine ziemlich lange Sequenz. Da schiebe ich mich mal noch so ein bisschen wieder in den Hintergrund. Mach mich ganz klein. Hey, ihr hört mich kaum noch. Damit ihr alles sehen könnt. Unser Oktopusmann. Ich finde ihn super. Also der sieht einfach sehr erhaben aus. Krasser Typ. Und er kann die Merkel-Raute. Das ist die Stadt Baldur's Gate. Eine gigantische Stadt. Vielleicht die größte aller Zeiten. Den lassen wir den Tag raus. Ja, das war diese Stasekammer. Diese Alkoven, wo die Gefangenen untergebracht waren, die haben wir auch in der ersten Sequenz gesehen. Das ist einfach so geil, oder? Was ist das für ein geiles Gefährt, ein so ein Octopus-Luftschiff. Ja, das ist immer noch eine der vorgefertigten Charaktere. Für Baldur's Gate 3. So, und Heidi Kabel wacht auf in dieser Kammer.
So, und jetzt geht das Spiel los. My head. Ja, mein Head. Ich muss mal gucken, wo ich mich am besten hinsetze, ohne dass ich euch zu viel... Vielleicht auf die andere Seite, oder? Hier? Ist hier besser? So. So, also, wir sind gerade erwacht und wir gucken mal eben rein. Das ist hier, hi, die Kabel. Und das ist quasi jetzt noch im Inneren dieses Octopus-Luftschiffes, mit dem wir gerade gekidnappt und dann abgestürzt sind. Und jetzt geht's los und ihr seht einfach hier unfassbar viele Sachen, die ich hier machen kann. Wasser erschaffen, Wunden verursachen, das hatten wir gerade gesehen, Resistenz, heilige Flamme, schlafen, ich kann eine Kreatur in den Schlaf versetzen, Heiligtum. Ja, das hatten wir gesehen, lenkendes Geschoss, das ist ein Angriff, göttliche Führung. Gibt es einen Bonus und Befehlen. Und das sind hier so Sachen, die kennen wir auch, wenn man Pen & Paper spielt. Springen zum Beispiel, ich kann es ja mal machen. Ich kann jetzt einfach springen machen und verstecken. Das wäre, würde Buddy freuen. Schleichen wir uns dann mal irgendwo hin. Wir können irgendwas werfen, aber ich weiß gar nicht, dazu brauche ich wahrscheinlich irgendwas, was ich werfen kann. Dann, so verstecken können wir wieder aus. Ja, warte, wir wollen uns nicht verstecken. Los, hör auf. Nicht mehr verstecken. So. Spurten. Okay, das ist der Hauptangriff. 1 bis 6 Schaden. Eintauchen. Kann ich die Waffe verzaubern? Jemanden wegstoßen? Improvisierte Nahkampfwaffe? Ich kann jemandem helfen und ein erschütternder Hieb. So, das sind erstmal unsere Fähigkeiten. Schriftrolle wiederbeleben. Aha, okay, und einen Heiltrank haben wir für uns, nehme ich mal an. Okay, dann, was haben wir hier noch für... Okay, das sind einfach dann meine Kleriker, das sind meine Gegenstände. Passivwerte durch nicht tödliche Angriffe wechseln. Was haben wir hier? Eigene Sachen. Okay, und das sind einfach alle Sachen. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Das sieht ja ziemlich cool aus. Die Kämpfe sind dann später irgendwann rundenbasiert. Und wie gesagt, alles wird dann immer mit so einem W20 automatisch ausgewürfelt und auch sichtbar gemacht. Und wenn ihr das Spiel gar nicht kennt, dann können sie einfach mal untersuchen. Sei euch zu Beginn gesagt, ja, dass andere Entwickler von Rollenspielen schon sich geäußert haben und gesagt haben, ey, dieses Spiel wird die Messlatte für Rollenspiele so hochlegen, dass bitte eure Erwartungshaltung nicht sich damit mitentwickeln soll, weil das, was hier erschaffen wird, ist so riesig, das können andere nicht nachmachen. Okay, das ist das Becken, aus dem das Ding kommt, den Parasiten hinter deinem Auge ins Becken greifen, das Becken untersuchen oder weggehen. So, jetzt sind wir nämlich schon in dieser Situation. Wenn ich jetzt Nachforschung mache, dann muss ich auf meinen Intelligenzwert würfeln. Das heißt, ein W20, also da steht ein D20, weil es Dice ist, also Englisch Dice, aber zu Deutsch würde man sagen 1 W20, minus 1. Und wenn ich mich recht erinnere, was hatten wir bei Intelligenz? Nicht so besonders viel, ne? Irgendwie 9 oder sowas. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Wurf funktioniert, ist eher gering. Ja. So, wir haben hier minus 1 Intelligenzdilemma, das heißt, wir würden, glaube ich, Schwierigkeitsgrad ist 10. Okay, also das ist dann doch eine 50%ige Chance, wenn ich das richtig sehe, oder? Öffnen wir einfach mal. Ah, geil, hat geklappt. Das wird abgezogen, aber 16 mehr als 10, Hammer. Haben wir geschafft. The slightest touch could cause it to crumble. Ja, probieren wir nochmal. Wir greifen mal ins Becken. Ich bin neugierig. Heidi Kabel will wissen, was da los ist. Oh, scheiße. Okay. Du kannst eine Genesungskapsel verwenden. Was ist. Ist das die? Ist das eine Genesungskapsel? Was ist denn eine Genesungskapsel? Wow, das ist der Gedankenschinder. Was hat der hier? Ein Jadestein. Ja. Das sind die Gedankenschinder und irgendwie, steck nicht so tief in der Geschichte drin von Baldur's Gate, aber das ist dieser kleine Wurm, der uns eingepflanzt hat, der dient ja dann irgendwie dem Zweck, dass wir ihm irgendwie Dienste leisten auf irgendeine Art. Dieser, ja, will man es Parasit oder Symbionten nennen? Ich weiß es nicht. Der hat auch andere... Auswirkungen noch, die vielleicht sogar positiv sein können auf unseren Charakter. Ich guck mal gerade, ob hier in dieser Kammer alles weg ist.
Dann gehen wir. Gehen wir mal weiter hoch. So, okay. Tür aufmachen. Oh, da liegt ein Goblin. Was ist das? Gold. Oh. Oh, wir können auf dem Stuhl sitzen. Heidi Kabel guckt zu. Wir hier, wir hier. Da lockt uns eine Stimme. Können wir eigentlich. Oh, das ist ein Hirnglas. Was ist das? The schematic of a Nautiloid flashes into your mind. Nerves, sinews. As much living being as ship. Das Spiel ist auch komplett vertont, was auch irre ist, weil es eben so umfangreich ist. Es gibt irgendwie tausende mögliche Enden, je nachdem, wie man spielt. Alles hat irgendwelche Auswirkungen, also das ist wirklich irre. Und es soll wirklich mindestens 100, vielleicht sogar 200 Stunden allein in der Story zu verbringen sein. Thousand years of humanoid history, elves, dwarves, humans and more flash behind your eyes. So, jetzt gehen wir dieser säuselnden Stimme nach. Was haben wir hier? Ein Neuralapparat. We are trapped. We are trapped, okay. Das kann man ja ändern. Stimme passt nicht zum Äußeren, ne? Oh, schön. Hannibal Lecter lässt grüßen. Yes, you've come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Ja, jetzt habe ich hier verschiedene Dialogoptionen. A newborn. Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Okay, da ist unser Charaktertrait zum Einsatz gekommen. Habt ihr gerade gesehen, ich hatte irgendwie arkanes Wissen oder so. Und du erkennst, dass du mit einem Intellektverschlinger sprichst, einem Schergen der Gedankenschinder, die dich entführt haben. Okay. Das habe ich erkannt, wegen Arkane Kunde. So, ich könnte natürlich jetzt sofort das Gehirn zerstören, aber ich quatsche mal ein bisschen weiter. The enemy. So many enemies. Remove us from this body. From this case. Free us. Okay, so, jetzt können wir Nachforschung, das Gehirn untersuchen, dann muss ich wieder auf Intelligenz würfeln. Stärke, Schädel aufbrechen, alles klar. Oder Geschicklichkeit aus dem Schädel da ziehen, das heißt, wir haben plus 2 auf Geschicklichkeit. Wir könnten das probieren, das wäre aber jetzt ein Gamble, eventuell funktioniert das nicht, aber ich mache das. Weil wir haben wieder einen Malus und müssen jetzt quasi mindestens eine 11 würfeln, wenn ich das richtig verstehe. Und es klappt sogar. You notice edema, a swelling of the brain causing pressure where it strains against the shell of the skull. So, jetzt können wir Heilkunde. Das ist jetzt neu dazugekommen. Da haben wir plus 3 von Weisheit und wir haben jetzt erkannt, dass irgendeine Schwellung vorhanden ist und wenn ich jetzt das Gehirn mit Heilkunde rausziehe, kann ich die Schwellung berücksichtigen und eventuell irgendwelche Schäden oder so vermeiden. Die Frage ist, eigentlich sind es ja unsere Feinde, ne? Wir wurden ja gerade von denen entführt und deswegen ist ja eigentlich der Impuls auch verständlich zu sagen, ey, ich hau die Sau einfach um, aber ich bin einfach neugierig und mach jetzt das. Okay, wir haben einen Vorteil, das heißt, wir dürfen zweimal würfeln und uns für den höheren Wert entscheiden und unsere Boni werden dann auf den höheren Wert angerechnet. Also wäre das in dem Fall plus 3 auf Weisheit. Das heißt, wenn wir eine 7 würfeln, in einem der Würfel müsste es reichen. Ja, es kommt sogar noch 3 drauf, dann wäre es jetzt eine 20. Ne?
Das ist eigentlich, ich glaube, kritischer Erfolg gibt es gar nicht. Es gibt nur normal Erfolg oder nicht Erfolg. The brain lifts from the skull. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Okay, so. Wir können jetzt also optional versuchen, das Gehirn ein bisschen zu quälen, damit es uns als sein Herr und Meister erkennt, vermutlich. Was hatten wir denn da? Plus 2 von Geschicklichkeit. Das heißt, wir müssten, wenn es normale Schwierigkeit hat, eine 12, nee, eine 8 mindestens würfeln. Oder wir verschonen die. Aber ich probiere mal mein Glück. Wir machen Geschicklichkeit und es muss mindestens... Oh, es ist 15! Das heißt, wir müssen mindestens eine 13 haben. Ja, okay, das ist natürlich, schwierig jetzt. Ich weiß nicht, kann ich noch einen Bonus irgendwie dazu holen? Nee, ne? Was passiert, wenn ich hier drücke? Göttliche Führung, Erkenntnis, Zaubertrick. Das Ziel erhält einen Bonus von 1, 2, 4 auf Attributswürfe. Okay. Okay, geil. Jetzt habe ich ja noch einen zweiten Bonus. Ist die Abklingzeit 10 Züge oder wie ist das zu verstehen? Ich mache das einfach mal gucken. Was passiert? Ach du Scheiße. Das hat einfach mal überhaupt nicht funktioniert. Okay, oh, schön den Daumen da rein poolen. Ach. Ah, herrlich. Ah, ein Gehirni. Hi, ja, die ist jetzt eher wahrscheinlich pisst auf mich, ne? Wo läuft die hin? Weg. Okay. 2 Fallschaden erlitten. Ich weiß nicht, kann ich den noch hinterher hetzen? Das Ding ist... Ich weiß nicht, was die Konsequenz daraus ist, ehrlich gesagt. Ob das jetzt für mich gut ist oder schlecht. Aber hey, was kannst du nichts machen, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder runter. Wir können aber hier mal, wenn wir schon mal hier sind, wir mal so ein paar Angriffe ausprobieren. Was ist denn hier zum Beispiel mit lenkendes Geschoss? Wir hauen das da mal. Hammer. Okay. Was haben wir noch? Heilige Flamme. Kann ich das überhaupt auf... Ne, das geht nur auf belebte Ziele. Okay. Was haben wir? Erschütternder Hieb. Okay. Naja, okay. Alles klar. Verstehe. Dann machen wir einfach mal... Irgendwas noch kaputt. Stark. Okay, wir können hier richtig... Weil wir sind ja auch sauer, ne? Wir wurden ja hier auch angegriffen. Ich fahre mal mit dem Fahrstuhl hier wieder runter. Wir wollen ja keinen Fallschaden haben. Und dann... Können wir mal diesen dunklen, grauseligen Ort so langsam auch verlassen? Hier scheint es mir rauszugehen. Ach ja, wir können auch einfach mit WASD die Kamera bewegen, genau. Oh, wir fliegen ja noch. Ich dachte, wir wären abgestürzt. Ne, wir sind abgestürzt. Sind wir abgestürzt? Ach, ach, du grüne Neune. Da werde ich schon direkt angegriffen. Okay, also sie ist, wie gesagt, ne, die haben wir ja schon häufiger gesehen. Wieso denkt ihr, ich wäre eine Sklavin? Wer seid ihr? Wir müssen herausfinden, wo wir sind. Was schlagt ihr vor? Ja, wer seid ihr? Within days, we will be Geth. Mind flayers.
Also das sind ja die Parasiten, die wir ins Auge geschlüpft bekommen haben. Sie ist sehr entschlossen, oder? Sie ist ein Alpha. Ah, oh, guck mal hier, diese kleinen Knabbergnome. So, Kampf! Mach dich kampfbereit! Kämpfen finden Runden statt und die Kämpfenden sind der Reihe nach am Zug. Das Spiel um dich ist bei Kämpfen pausiert, sodass du Zeit hast, deine Aktion zu planen. Ja, das finde ich gut. Okay, also was haben wir denn hier? Eine Menge. Ich hätte mich vielleicht auch zwischendurch mal heilen sollen irgendwie. Habe ich nicht gemacht, weil ich nicht gecheckt habe, was sie da von mir wollte. Das war keine gute Idee. So, was habe ich denn? Ich habe eine Keule in der Hand und ein Schild auch. Das ist grundsätzlich ja schon mal sehr gut. Ich könnte jetzt einen Support-Zauber machen, ne? Und irgendwie sagen, so hier, Zaubereffekte brauchen wir nicht. Wir können sowas machen. Oder wir können einfach einen stinknormalen Angriff machen. Einfach mal hier. Wir haben es ja gerade ausprobiert. Warte. Das war das. Das hier, aber geht das gerade nicht, oder? Doch. Muss ich da voran? Nee. Stufe 1, 18 Meter, das kann ich doch machen. Ah nee, warte, das ist ja, das wollte ich ja gar nicht machen. Das wäre Quatsch. Okay, Resistenz, ja. Ich könnte sie auch einfach so angreifen. Okay, 5 Schaden gemacht. Jetzt bin ich noch dran, warte. Sie kann auch noch was machen, oder nicht? Sie, hat sie noch irgendwelche Möglichkeiten? Nö, ne? Sie kann sich ein Stück zurückziehen, oder wie ist das? Kann sie noch ein paar Meter machen? Ja. Wie weit darf sie denn noch maximal? Bis hier? Ja. Da würde ich doch vorschlagen, ziehen wir uns mal ein Stück zurück, damit die nicht irgendwie auch gleich angreifen können. Und dann, was hat sie für Optionen? Sie kann heilen, okay, sie kann astrales Wissen. Sie hat einen Fernkampfangriff, Sturmangriff, Knaufschlag. Der Fernangriff macht 2 bis 7 Schaden. Zerfleischen, Alter, geil. Aber da muss ich an sie ran, ne? Schenkelschuss. Oh, das ist auch geil. Ein Schenkelschuss. Mach mal, der zweite kriegt einen Schenkel. Na, warte, der kriegt den Schenkelschuss. Shit, Fehlschlag. Darf sie noch irgendwas anderes machen? Sie darf noch einen Knaufschlag oder durchschnaufen. Okay, sie geht mal dahin und dann beenden wir mal jetzt die Runde. Sollte sie sich einmal heilen? Wie viel kriegt sie zurück? 4 bis 10 heilen. Das wäre eine Verschwendung, ne? Ich spare mir das noch auf. Ich weiß ja, ob es eine dumme Idee ist. So, jetzt sind die Gegner dran. Oh, die spurten alle. Dürfen die dann noch angreifen, oder? Okay, super, das hat nicht getroffen. So, jetzt haben wir natürlich jetzt hier ein Problem. Wir machen mal Folgendes. Sie darf vielleicht mal anfangen und wie wär's denn mal mit so einem richtig geilen Sturmangriff? Knaufschlag, hier ist ein richtig schöner Sturmangriff. Wie viel hat er denn hier noch? Er ist ja fast tot hier, ne? Aber sie könnte ihn hier mal so richtig geil mit einem Sturmangriff oder mit, nee, zerfleischen. Zerfleischt ihn. Geil. Das heißt, er ist schon mal hinüber. Darf sie jetzt noch irgendwas anderes machen? Sie kann noch einen Knaufschlag durchführen. Gegen ihn hier. Sehr gut, er ist benommen, das gefällt mir. Das heißt, Heidi Kabel kann jetzt mal ihm hier einen mitgeben. Oh, der Rettungswurf hat funktioniert, das ist natürlich blöd. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir ziehen uns ein bisschen, weil wir weniger Lebenspunkte haben.
mal ein bisschen zurück, dann soll er doch kommen. Und sie, was kann sie noch machen? Auch nicht mehr so viel. Sie stellt sich schützend davor, so. Soll er doch erstmal seine Bewegungspunkte ausgeben. Fehlschlag, sehr gut. So, jetzt ist mein Zug, okay. Ich mache wieder Heilige Flamme. Komme ich an ihn ran? Ja, Heilige Flamme. Okay, gut, das hat sehr gut funktioniert. Und jetzt darf sie nicht mehr so viel machen. Aber sie könnte doch an ihn ran und ihm dann mal so einen kleinen Sturmangriff. Ja. Yes. Hahaha! Dankeschön. Können wir noch looten? Heidi möchte looten. Geil. Der hat gar nichts. Was ist mit ihm hier? Oh, leeren Knolle und die stachelige Knolle. Nehmen wir alles mit. Und oh, eine leichte Armbrust. Okay. Gefällt mir. Hat sie, guck mal, sie hat doch. Achso, ich dachte. So, jetzt habe ich hier diese. Wo ist die Armbrust? Die Armbrust in meinem. Da, warte mal, sie hat Streitkolben. So, warte. Ja, finde ich gut. Bleib mal. Ja, ist gut. Lass. Ja, 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 ja. Hallo. Lass mal, ist doch gut. Ist in Ruhe. So, Inventar und Ausrüstung. Hier sehen wir das. So, wir haben jetzt. Das hier, das ist das Beil und wir haben den Streitkolben ausgerüstet, das macht keinen großen Unterschied. Aber diese Armbrust macht 3 bis 10 Schaden und ich frage mich gerade, ob vielleicht das Inventory der anderen Figur hier... Ah, sie hat so ein Schwert. 1 bis 10 Schaden macht das lange Schwert. Und was macht jetzt achso, Entschuldigung, nicht das Langschwert, sondern das ist auch so ein Bogen, oder nicht? Da, Distanz. 3 bis 8 Schaden macht der Kurzbogen. Was kann der noch? 18 Meter Reichweite, zweihändig. So, jetzt habt ihr doch diese Armbrust. 3 bis 10 Schaden. Könnte ich jetzt nicht sagen, ey, ich gebe ihr mal diese Armbrust. Wie kriege ich jetzt die... Fenster? So, warte mal, kann ich jetzt theoretisch sagen... Die sollen mal da so rüber. Ja, geil. Und den Bogen soll sie auch behalten. Sehr schön. Das hat funktioniert. Den Rest können wir so lassen. Das heißt, der macht 2 bis 9, der macht 3 bis 8. Also das ist im Zweifel klingt das ähnlich. Der Maximalschaden ist ein höher, der Minimalschaden ist ein niedriger, aber ist doch geil. So. Ich frage mich immer noch, wieso leuchtet der noch? Gibt der noch oder sowas? Gut, wir können jetzt hier weiterziehen. Hier müssen wir doch lang. Ich frage mich ja mit dem Heilen, da bin ich noch nicht ganz happy mit. Muss ich jetzt einen Heiltrank nehmen? Wie kriege ich sie jetzt geheilt? Da war doch irgendwas mit einer Bubble Orb oder so ein Kram. Die muss ich dann ja craften oder so. Ich benutze den jetzt einfach mal. Mir ist das viel zu unsicher. So, kommt sie mit? Ja, sie ist jetzt in meiner Party. Sehr schön. Was haben wir hier? Nein, das ist ein Genesungs... Ey, das war ja das Dümmste, was ich je gemacht habe. Hier ist ein Genesungsraum. Okay. Das war dumm. So, wir werden... Okay, wir müssen raus, ich verstehe. Wir werden nicht einen weiteren Angriff abwehren können. Aber warte mal, wir kommen doch hier rauf, oder nicht? Was passiert, wenn ich hier raufgehe? Da können wir doch hochklettern. So, aber ich muss nicht mal eine Probe würfeln. Sie kommt doch sicherlich auch mit. So, dann hier. Weiter hoch. Sehr gut, zum Glück können beide klettern. Sonst hätten wir ein Problem. Und dann hier durch diese schöne Membran. Öffnet sie sich? Ja, die Schließmuskelmembran öffnet sich für uns. Das ist doch schön. Was haben wir hier? Drücken, drücken, drücken. Ja, das ist ein guter Hinweis. Also, was haben wir hier? Wir haben hier 2 geopferte Kultisten.
Dunkler Verstand. Wir können erstmal gucken wir uns hier diese armen Leute an. Oh, der hat doch wahrscheinlich auch wieder so ein Gehirntyp in ihm drin. Flickers in his eyes, but he seems totally unaware of his surroundings. Ja, ja, wir wissen doch. Oh, hier ist noch was. Ich helfe! Ja, ich helfe. We have no time for stragglers. Doch. Ja, das machen. Construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Ja. Try that contraption next to the pod. They did something to it when they sealed me in. Hurry, please. Eine Kapsel neben dem diese oder meinst du diese Kapsel? Also eins von den beiden muss es ja sein. Ich hau erstmal das um. Dann als zweites dieses Ding hier. The console appears dormant. Erstmal. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Ihr einen Hieb versetzen. Ja, warte mal. Ja gut, wenn das die einzige Option ist, machen wir das. Nothing. The console remains dormant. Ja, können wir ja nichts machen. Whatever fits in that socket, life flickers in his eyes. Mist, ja, Entschuldigung. Totally unaware. Was? Whatever fits in that socket, ja, okay. Müssen wir das finden, oder? Was ist das? Vielleicht so ein Verstand? Wir holen die da raus. Dass sie nicht sterben. Images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior. And centuries of darkness. Ja, was hier? A brain in a jar. Ja, vielleicht passt er ja da rein. Nehmen wir mal. The console appears dormant. Ja. Ah, okay, schade, das hatten wir schon. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich das Gehirn da irgendwie reinpacken. Was habe ich denn? Was mache ich jetzt mit dem Gehirn? Ja, was haben wir denn hier noch? Also gut, es gibt hier natürlich diese Sachen hier noch. Also wir haben 1, 2. Oh Gott, wir haben nur 2 Kammern, also es wird wahrscheinlich auch nicht so eine Kammer sein. Aber hier ist noch was. Needs a key. Okay, needs a key. Kein Key. Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. Was ist mit dieser Knolle da? Warte mal, was ist, das wird es auch nicht sein, oder? Das hängt ja da oben. Warte mal, hier liegt noch ein Rucksack. Mystische Flüssigkeit. Was ist da drin? Malachit und Gold. Das wird es nicht sein. Also ich frage, was ich mich gerade frage, ist, es gibt hier 3 Knöpfe. Es gibt 4 von diesen komischen Betten. Aber es gibt, eigentlich müsste es ja so 3 von diesen Chambers geben. Es gibt eine Chamber, 2 Chamber. Und ja, ich gebe mein Bestes. Du musst mir ein bisschen entgegenkommen. Ich kann einfach mal einen Knopf drücken. Hier ist sonst nichts mehr, glaube ich, was ich hier noch großartig mache. Ich muss halt irgendwas da reinstecken. Ich weiß aber nicht was. Ich frage sie nochmal. Ja, ja, du musst mir ein bisschen helfen. Ich wollte ihr keine Angst machen und so tun, als wenn ich irgendwie weggehe oder so. Also ich drücke jetzt einfach mal diesen Knopf. Ich drücke jetzt mal einen von diesen Knöpfen. Wir gucken mal den in der Mitte. Machine made them hostile. Oh shit. Ja, das war eine dumme Idee. Okay, dann fangen wir mal an mit, was kann... Oh, das ist ein... Oh Mann, die sind ja richtig stark. Aber ich kann mich ja später wieder heilen. Okay, pass auf. Wir machen mal folgendes. Sie macht mal direkt so einen geilen Zerfleischangriff. So habe ich mir das vorgestellt. Und
Wir machen mal unseren sehr beliebten. Ach, darf ich gerade nicht, oder was? Nee. Hallo? Darf ich noch irgendwas machen? Den stinknormalen Angriff, oder was? Knaufschlag könnte ich noch machen. Nee, wir gehen mal zurück. Lassen ihn kommen. Warum darf ich hier nichts machen? Hat er Initiative? Oh shit, okay. So, jetzt darf ich aber was machen. Und ich mache jetzt was richtig krasses. Und zwar machen wir jetzt mal. Ja, wir können natürlich jetzt einen normalen Angriff machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die heilige Flamme immer noch das Beste ist. Und jetzt darf ich noch irgendwie einen kleinen Angriff machen oder so? Nee, schade. Dann geht das nicht. Dann können wir höchstens noch ein bisschen abhauen. Und lassen unsere Freundin alleine. So, aber wir dürfen jetzt zuerst. Wir machen jetzt wieder einen. Der hat ja nicht mehr viel, oder? Wir machen das hier schön. Zack, bam. Wie feige ich mich zurückgezogen habe. So, vielleicht hat ja auch irgendwer. Was passiert, wenn ich nochmal drücke? Nix wahrscheinlich. Und den haben wir auch noch nicht gemacht. Already dead. Already dead. So, wer muss geheilt werden noch? Ist sie hier irgendwie? Nö, wir sind beide. Uns geht es beiden gut. So, dann müssen wir weiter gucken. Vielleicht, was ist denn hier mit diesen Dingern? Da können wir da irgendwas kaputt schießen. Vielleicht können wir ja auch irgendwie auf die Kiste schießen. Und Gewalt zerstören. Nö. Funktioniert nicht. Was ist denn mit ihr? Wenn ich jetzt wechsle, kann sie das aufkriegen? Ist verschlossen. Kriegen wir nicht auf. Ja, ich gebe mein Bestes! Entschuldigung, ich finde gerade nichts. Ich mach alles, was ich kann. Ist hier noch irgendwas, was ich noch machen kann? Such. Hier, wir können ja mal diese Kultisten durchsuchen. Vielleicht haben wir Glück und da ist zufälligerweise exakt das drin, was wir brauchen. Ich glaube aber nicht. Ich rede nochmal mit ihr, sie muss mir nochmal helfen. Hey, wir gehen nicht. Irgendwas müssen wir machen können. Irgendwas müssen wir aber wie. The console appears dormant. Was können wir machen? The mechanisms are completely unrecognizable at first. Das haben wir alles schon gemacht. Then you spy an empty socket. Ich will die nicht alleine lassen. Das haben wir alles schon gemacht. Nothing. The console remains dormant. Irgendwas muss da rein. Was muss da rein? Vielleicht in einem anderen Raum? Also da. Ich will ja aber jetzt nicht rausgehen, ne? Warte mal, wir haben ja verschiedene. Also war da ist die Quest, ne? Was ist denn, wenn wir in den anderen Raum? Was ist denn, wenn wir hier rein. Ne, ich will aber den Raum nicht verlassen! Das wird. Ah, wenn ich den Raum verlasse, geht die Story weiter oder so. Was ist mit diesen Knollen da oben? Mal so eine. Was? Oh Gott. Okay. Das ist blöd. Wie weit ist mein Geschoss? Oh. Nee. Aber jetzt. Darf ich das jetzt überhaupt noch, oder? Nee, shit. Dumme Idee. Ach nee, die haben Initiative. Shit. Okay, das war mega dumm. Jetzt krieg ich einen mit. Erstmal. Ah, Fehlschlag. Sehr schön. Das ist. Okay, wenn du meinst. Also ich find's frech, weil ich hab die von gerettet. Aber da seht ihr schon die Konsequenz. Ich hab sie gerettet. Und jetzt.
Gehirnwesen und greifen mich an. Wenn dieser eine Wurf nicht fehlgeschlagen wäre, ne, das wäre bestimmt richtig gut gewesen. Aber hey, so ist es halt. Knaufschlag können wir noch machen. Reicht für das Gehirn aber nicht aus, oder? Darf ich noch was machen? Nö. So, jetzt darf ich aber hier mal... Ich mach mal einen normalen Hauptangriff. Was? Sie lebt noch? Ernsthaft? Oh Gott, 6 von 11. Ja, dann bleiben wir stehen. Komm, mach dein Ding. Und, oh, das hat, Alter, das Schwede, das hat ja richtig reingehauen. Boah, ist das Ding stark. Wow. So, mal eben Genesung machen, aber scholler die Waldfee. Alter Schwede, ey. Was kann die denn? Diese Gehirnisses, wenn ich das geahnt hätte. So, jetzt gehen wir mal wieder raus. So, Heidi Kabel. Geh voraus. Nee, die andere muss vorausgehen. Das ist eigentlich viel schlauer, weil die ist ja eher so eine Nahkämpferin. So. Ja, ich versuche. Gebt mein Bestes. Die haben, was sollen die auch haben in ihrem Gehirn, ne? So, hier muss jetzt irgendwas... Was ist das? Gedankenschmiederkapsel. Ist da auch wieder jemand drin? Was nervt das? Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Okay, was haben wir hier? Schmieriger Stuhl. Wir nehmen mal erstmal hier diesen versklavten Verstand. Und dann öffnen wir mal diese Truhe. Oh, hier sind überall diese, wie bei Matrix, ey. Oh, Heiltrank, ja, nehmen wir. Was ist mit ihr? Tote Sklaven. Oh, geil. Federkiel, mystische Rune und Gold. Ja. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Das ist auch so cool, wie so eine Geschichte erzählt wird einfach, ne? Wie ein Spielleiter wirklich. Das fühlt sich wirklich an wie ein Pen and Paper. So, okay. Jetzt haben wir wieder jemanden, der richtig den Tag versaut. Schade. Nee, da bin ich auch strikt dagegen. Ja, aber wir haben wieder nicht. Ich finde, Heidi Kabel ist irgendwie ein bisschen schlauer. Was ist eigentlich mit ihr? Was hat sie eigentlich? Oh, nee. Inventory wollte ich einfach mal sehen. Wo sehe ich denn ihre Attribute? Was hat sie denn da so? Geschicklichkeit, Akrobatik, alles klar. Hier, das sind ihre Grund... Nee, das sind nicht ihre Grundwerte. Rettungswurfbonus. Mhm. Sie kann 210, sie ist nämlich ein Kämpfer. Oh, sehe ich ihre Gesamtrüstungsklasse. Zustimmung neutral zu Heidi Kabel, okay. Also es gibt auch innerhalb der Gruppe so Wechselwirkung, ne? Manche können sich einfach nicht leiden. Man muss die Gruppe auch ein bisschen harmonisch zusammenstellen. Ich will einfach mal ihre, wo sehe ich denn jetzt... Da! Aha! Strength 17, klar. Konstitution 15. Ja, also Heidi sollte auf jeden Fall alles, was hier Erstkontakt ist, sollte Heidi machen, auf jeden Fall. Denn sie ist, glaube ich, einfach... Sie ist eine gute Kämpferin und alles, aber sie ist auch sehr impulsiv und so weiter. Was ist jetzt mit ihr? Geht das jetzt auf? Guck. Das ist ein neuer... Ja, nee, nicht zu. Nochmal greifen an. Nö, gar nichts, okay. Die soll sich nicht verstecken. Ich weiß auch nicht genau, was ich jetzt mit diesen Gehirnen mache, die ich da jetzt eingesammelt habe. Hier, was. Warte, sie hat auch eins, ein dunkler Verstand. Untersuchen T. Also ich werde die auf jeden Fall befreien, ne? Also ist ja ganz klar.
Ich frage mich nur, wenn ich hier, da komme ich wahrscheinlich dann raus. Ja, dann komme ich den Auto liegen. Da bin ich hergekommen. Ich muss jetzt, ich hau hier nicht ab, bevor ich das nicht gecheckt habe, wie das geht. Das muss doch irgendwie, sie hat irgendwas gesagt, da war irgendwas hat sie gesagt, Knolle? Hatte sie Knolle gesagt? Vielleicht da oben dann doch diese Brühenknolle da oben. Vielleicht ätzt das weg. So, komm mal her. Wir schießen nochmal ein Lenkgeschoss. Das ist vielleicht, na? Nee, hätte ja sein können, dass diese saure... Wie geht? Wir nehmen Schaden, weil wir in der Pampe stehen. Ey, weg. Du auch. Oh Gott, alle weg. Wieder raus aus der Pampe. Shit. Schnell. Du, die andere auch hier. Ja. Oh Mann. Entschuldigung. Ja, das war ja eine Möglichkeit, dass das, die Säure das irgendwie zerballert oder so. Vielleicht müssen wir irgendwas, so eine Kettenreaktion. Das ist jetzt wirklich ein... Ja. Mach mal einen durchbohrenden Schuss. Und dann hau mal ab schnell. Ja, schnell weg. Hab gedacht, vielleicht wird das hier irgendwie das aufgeätzt oder so, aber keine Chance. Scheiße, was mache ich denn? Warte mal, da ist noch ein Siegel. Was ist das? Aha. Ja, das muss aber sie machen. Sie ist schlauer. Okay. Another mystery. Aggression. Kann sie das? Ich hau nicht ab ohne diese Frau hier. Das mache ich einfach nicht. Wieso geht hier diese Brühe nicht weg? Jetzt kann ich da gar nicht reingehen, ohne dass die Brühe. Fuck. Jetzt mal, wir üben mal ein bisschen. Geil, sie ist jetzt mit einem Heiligtum, das ist doch super. Ich schieße da nochmal drauf. Was muss ich da mal vielleicht, wenn ich da drauf schieße, auf das Ding? Ich weiß es nicht, Leute. Es ist pure Gewalt am Ende. Au, oh, nee, komm her. Wieso geht diese ätzende Suppe da nicht mehr weg? Los. Wir müssen jetzt mal leider wieder da rein. Bin ich tot, das hält sich, füllt sich jetzt zum Glück wieder auf. Ich könnte jetzt einfach abhauen und vielleicht muss ich sogar abhauen einfach. Und das Spiel regelt das von alleine. Aber ich kann jetzt nicht abhauen. Und wieso haut die Brühe hier nicht ab? Das macht mich wahnsinnig. So, wir machen einen weiteren Schussversuch auf das Ding drauf. Einfach gar nichts. Ich kann da jetzt nicht mal mehr hingehen, weil die Brühe nicht absäuft. Wir machen mal vorne, ich speichere jetzt einmal. Und, machen wir mal einen Test. Ich will mal sehen, ob das Spiel quasi in eine Sequenz übergeht, aus der ich nicht mehr herauskomme, wenn ich diesen Weg hier rausnehme. Weil das will ich nicht, aber es kann ja auch sein, dass da irgendwie das Rätsels Lösung irgendwie noch ist. Deswegen gehen wir einmal kurz da durch. Vermutlich. Was ist das? Aquarium. Cerveral Aquarium. Mindflayer Horticulture. Das wird das gleiche sein. Komm, let's go. We're nearing the helm. Once inside, do as I say. Ja, das wird nicht. Ich glaube, wir verlieren die arme Frau. Ich habe irgendwas nicht gecheckt, aber das kann ja nicht so schwer sein. Ich glaube, ich werde es gleich dann nochmal wieder laden, einfach. Weil ich will nicht ohne diese Person gehen, das macht mich fertig. Oder ist das ein erster Test an das emotionale Durchhaltevermögen des Spielers? Oh nein! Alter Schwede, hat er ihm den Kopf reingebissen, der Tentakelmann. Also hier kämpft jeder gegen jeden. We will deal with the Geich after we escape.
Okay, also unser erstes Ziel ist jetzt, diesen Koppler zu erreichen. Das Ding ist, wir lassen dann diese andere Person zurück und die könnten wir auch in die Party mit aufnehmen. Das gefällt mir gar nicht. Geil. Oh Gott, da kommt schon der nächste. Das ist ein Höllenschwein. Okay, der hat sogar Initiative, das Höllenschwein. Das heißt, ich kann mich nur verstecken. Okay, krass. Oh, der greift auch den an. Das soll mir recht sein. Der ist mir nämlich total egal. So, was ist mit dem Höllenschwein? Da machen wir mal eben durchbohrenden Schuss. Sehr gut. Der ist tot. Oder? Ja, der ist tot. Oh nein. Der ist tot. Tot. Alle tot. Das heißt, wir könnten jetzt ohne Probleme hier auch nochmal mit eingreifen. Taking position. Der Gedankenschinder ist eigentlich unser Hauptfeind, ne? Ich glaube, ich kann den. Ne, das funktioniert nicht. Oh, jetzt ist der schon hier in Reichweite, aber hat nicht getroffen. Dann sollst du jetzt den. Okay, der braucht eine kurze Rast. Sieht's denn aus? Da, nee, okay, der hat eine Initiative. Aber kann ich dem hier mal eine mitgeben? Ja, ne? Oh, okay, der ist noch unentschlossen, ob er tot sein will. Okay. Der, wow, das ist mal spektakulärer Abtritt gewesen. So. Da-da-da-da. Ja, wen von den beiden? Ich will ja, dass alle... Oh Gott, die sollen das schön alleine ausmachen. Das ist mir ehrlich gesagt total egal. Wie weit kommst du denn? Time to press ahead. Das interessiert mich überhaupt nicht, wer da gewinnt. Ja, aber das stimmt. Ja, aber erst wird gelootet. Toll. Siehst du? Oh, nix. Wir looten einfach knallhart. Also, das gefällt mir nicht. Wir haben diese Frau nicht befreit und ich weiß nicht warum, aber ich wollte jetzt auch nicht ewig in diesem Raum bleiben, aber es nagt an mir. So, wir müssen jetzt an den Koppler. Das ist hier der Koppler. 12 Züge haben wir dafür Zeit. Ja, ja. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Nee. Jetzt haben wir ja noch richtig Besuch. Aber kritischer Fehlschlag, sehr gut. So, es heißt, wir machen erstmal. Das dürfen wir nicht. Das haben wir schon benutzt. Dann machen wir. Das. Was? Oh. Oh Mist, ey, ich wollte doch den jetzt angreifen. Was ist los? Du greifst ihn nur von vorne an. Das muss auch anders gehen. Okay. Wir haben noch genug Runden Zeit. Sie ist ein bisschen verletzt. Aber es ist immer noch okay. Knaufschlag? Ne, geht nicht. Muss ich irgendwas machen? Ne, ne. Knaufschlag noch? Ja. Sehr gut. Der ist benommen. Das gefällt mir. Haha, sehr schön. Und ich mache jetzt sowas. Und mehr kann ich nicht machen, oder? Das war unspektakulär. Die fechten immer noch ihren komischen Kampf. Oh. So, wir machen jetzt. Also, wer hat denn noch wie viel? Der hat noch 6. Und, oh, die, okay, die sind ja beide einfach ultra schlecht. Dann machen wir einfach den Standardangriff. Was? Was war das denn?
Oh Gott. Hä? Dann hau einfach ab. Dann hau ab! Make way. Ja, egal. So. Jetzt hänge ich hier alleine, ne? Oh, da kommen neue Leute. Okay. Die Verstärkung naht, aber das ist mir egal, denn ich bin ja gleich schon da, wo ich hin wollte. Wir machen hier mal. Habe ich irgendwie so einen Area of Effect? Nicht so wirklich, ne? Das haben wir noch nie gemacht. Können wir das gerade machen? Nee, ne? Oder? Ja. Und. Wie wäre es jetzt mit abhauen? Ja, finde ich gut. Aber nicht so dicht an ihr vorbei, sonst gibt es mir einen. Ja. Also sie sind schon relativ mächtig, mit denen müssen wir uns gar nicht erst versuchen anzulegen. The Helm's Alien Transponder. You made it in time. Na, wie steuert man sowas jetzt? Oh, da ist der Drache. Der hat uns ja vorhin schon angegriffen. Jo. Ja, ran muss. Schrecklich. Okay, sie hat es natürlich geschafft. Alles andere hätte mich auch sehr enttäuscht. Ja, jetzt haben wir natürlich irgendwie die andere da verloren. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, die ist ja theoretisch noch im Schiff, ne? Also, die sind ja nur abgehauen. Aber die muss ja eigentlich noch leben, oder? Also. Oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Wir werden sehen. Okay, wer ist sie? Werden jetzt hier niedergehen auf dem Felsen da. Dann kommen diese Halblinge oder was das ist, natürlich zum Schiff geeilt. Und dann müssen wir denen erstmal erklären, dass wir von den Guten sind. Au. Nein, Heidi. Haben wir Glück gehabt, ne? Nicht mal eine Platzwunde. As you wake, the tadpole squirms in your skull. So, erstmal checken, ob wir okay sind. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Finde ein Heilmittel, ja. Jetzt sind wir wieder alleine. Unsere temporäre Begleiterin ist woanders. Alter, das ist ein Riesententakel. Das ist ja so geil. One day I'll catch a break. Wow. Also das kann man ja auch eigentlich braten, ne? Und das servieren. Also das ist ja ein stinknormaler Tentakel. Da kann man ja wirklich einfach
sich so ein Stück rausschneiden und dann gibt es Oktopus. Wow, Alter. Okay, das ist ja so geil. Krass. So, zerfleischter Gold nehmen wir. Also wir werden natürlich unsere Begleitung gleich nochmal wieder treffen, da bin ich fest von überzeugt. Wir haben ja auch mit ihr gelootet, sie kann ja nicht ohne, also mit unserem Loot einfach abhauen. Von daher mache ich mir da keine Gedanken. Eine Flöte. In der Nähe befindliche Gegenstände hervorheben, um das Offen von Beute zu erleuchten, alt gedrückt halten. Ah. Oh. Ja, das hätte ich mal vorher wissen sollen, eben als ich dieses Item gesucht habe. Mit dem ich diese Frau da hätte rausholen können. Okay, der Beutel ist leer. Okay, das ist ja hervorragend. Jetzt kann ich ja aber auch diesen Hut einfach aufsetzen. Jeder Gegenstand hat ein Kontextmenü, mit dem du ihn benutzen, als Ware markieren oder einem anderen Gruppenmitglied geben kannst. Mhm. Mhm. Ins Lager senden. Was ist denn mit ihm hier? So, was kann der denn hier? Geil. Haben wir mal einen schnieken Cowboy-Hut. Das gefällt mir. Was macht der schnieke Cowboy-Hut? Kann der irgendwas? Ich glaube nicht. Es ist rein kosmetisch. Aber es steht uns gut. Und die Sonne brennt ja auch. Und es tropft das Tentakelblut herab. Oh, ein zerfleischter Fischer, aber der ist gelb, das heißt, der hat bestimmt irgendwas Geiles dabei. Ja, leckeren Fisch und einen Humpen. Das braucht man immer. Okay, da geht's. Oh, hier, was ist das? Oh, hier, warte. Noch ein bürgerlicher. 25 Gold, das war aber eher ein gut bürgerlicher auf jeden Fall. Eher so ein Friedrich Merz bürgerlicher. Geil. So, was haben wir hier noch für ein Schwein? Gehirn. Schweinegehirn. So. Hier dürften wir doch jetzt irgendwelche. Oh Gott. Okay, ich kann. Also, das, die machen ja ultra viel Damage. Also, alleine werde ich wahrscheinlich keine Chance haben gegen die Dinger. Aber, ich muss ja irgendwie ins Innere des Schiffes. Shit. Okay. Kann ich jetzt hier noch schießen? Ja. Treffe ich den? Der ist näher dran. Ist mir wichtiger, den zu treffen. Yeah! Verpulvert. Sehr gut. So, dann trau dich doch. Dann komm doch. Alter, nee! Aber warte! Alter Schwede, wie nah kommst du denn hier ran, bitte? Nee. Wir hauen erstmal ab. Ey, warte. Nein! Stimmt ja, der darf ja, wenn ich abhaue, darf der mir einen geben. Warte mal, wir hauen mal ab und dann mache ich mal hier wieder so ein lenkendes Geschoss. Darf ich nicht? Nein, nicht genug Bewegungsarbeit. Ich habe gar nicht mehr genug Punkte. Oh shit, das könnte ein Problem werden. Jetzt haut er mich bestimmt. Und der ist sehr stark. Oh, Fehlschlag, so ein Glück. So. Da war ich sehr vorsichtig, ne? Tagbetten, deine auffüllbaren Ressourcen schwinden. Lege eine lange Rast ein, um Trefferpunkte und andere Ressourcen zurückzugewinnen. Rastmenü, lange Rast beginnen. Was? Wo war das Rastmenü? Hier? Da, warte mal. Lager und Rastmenü. Kurze Rast, lange Rast. Zum Lager. Ich habe gar kein Lager. Aber wieso muss ich denn eine Rast machen? Mir geht's doch eigentlich ganz gut, dachte ich, eigentlich. Aber wenn er das jetzt will, dann mache ich halt hier oben eine Rast. Dann mache ich, hat er gesagt, eine große Rast? Hm.
Das ist unser Lagerplatz. Okay, allgemeines Tutorial. In deinem Lager kannst du eine lange Rast einlegen und deine Gruppe vollständig heilen. Außerdem kannst du Gruppenmitglieder verwalten, die Beziehung mit deinen Gefährten weiterentwickeln, später deinen Charakter ändern und weitere Anhänger rekrutieren. Okay. Mhm. Zu Bett gehen. Ich bin ganz alleine hier. Bücherstapel. Das kann ich nicht großartig. Holz, also da kann ich vielleicht Sachen reinlegen. Ja, dann schlafen wir jetzt einfach. Wir sind ja alleine. Die Armen. Verwende die erforderliche Menge an Lagervorräten, um meine vollständige Rast einzulegen, bei der du alle Trefferpunkte zauberst und kurze Rast zurückgewinnst. Wenn du bereit bist, nutze die Schlafsäcke beim Feuer, um den Tag zu beenden und eine lange Rast einzulegen. Beende den Tag und stelle Trefferpunkte sowie Zauberblitze wieder her. Okay, habe ich jetzt genug, wir machen mal Auto auswählen. Okay. Calm night is a mercy, yet your eyes refuse to stay closed. Every time they flicker shut, the tadpole seems to twitch behind them. Dragons, Giths and the Hells themselves have come after you. Yet it is this creature that lingers in your skull. Also. Ich muss sie rausziehen. Ich will sie kontrollieren. Die Larve aus deinen Gedanken vertreiben. Oder die Larve beeinflusst dich. Vielleicht kannst auch du sie beeinflussen mit Weisheit. Weisheit haben wir ein +3. Probieren wir mal. Ja, das schaffen wir easy. Habe ich gesagt. Ja, kein Problem. You focus on that spot of pain from when it slipped behind your eye to where it now lurks. You cannot prod it, but you can make it clear that you are watching. What is there to fear when it is the one stuck inside you? So muss man das nämlich sehen. It is a minor victory, but enough to soothe you to sleep. Sehr gut. Heidi Kabel ist sehr weise. Lange Nacht, ne? Sie hat auch echt viel erlebt, viel durchgemacht. Guten Morgen! So, jetzt sind wir hier. Und wie komme ich jetzt wieder zurück an meinen ursprünglichen Ort? Lager verlassen. Verstehe. Ja, dann machen wir das doch. Kann ich hier auch einfach irgendwo lang gehen? Oder ist hier jetzt überall zu? Also Truhe. Ja, okay. Hier wird wahrscheinlich auch ganz bewusst. Ja, okay. Das ist doch wunderschön. Was ein schöner Ort. Aber wir müssen ihn leider verlassen. Denn wir haben immer noch diesen grausigen anderen Ort, den wir jetzt exakt wieder an dieser Position betreten. So. Dann lass uns mal hier jetzt in Ruhe umsehen. Wir haben noch eine Truhe da oben. Wir könnten jetzt hier auch sicherlich einfach rüberspringen und hier weiter reingehen. Wie weit können wir denn gucken? Bis hier? Kameradistanz. Ja, immerhin. Wir können ein bisschen was erkunden. Ich will ins Schiff rein und gucken, ob irgendwer überlebt hat. Wir gehen als erstes mal runter und, mal mit alt, was können wir denn? Da ist wohl dann nichts drin, ne? Oh doch. Irgendein Gehirn gefunden. Dann wählen wir doch mal unser Glück hier. Wir looten in geduldig alles mit unserem Loot-Hut. Nichts drin. Dann haben wir als nächstes den Adeligen. Warum hatten wir den schon? Oh, ein Dolch. 3-6 Schaden. Wir haben einen Streitkolben, der ist weniger gut. 1d6 Wucht. 1d4 +2 Stichschaden. Okay. Das scheint mir eigentlich besser zu sein. Und der Rapier, oh, der macht sogar 3-10 Schaden. Ungeübt leider, ja. Mit Dolchen bin ich geübt. Okay, verstehe. Silbermedaillon. Immer alles. Ich könnte jetzt den Dolch ausrüsten. Das wäre... Den darf ich nutzen, aber der hat jetzt hier auch Wucht. Müsste eigentlich ein bisschen besser sein, theoretisch. Weiß ich auch nicht. Finde ich
passt eigentlich auch ganz gut zu Heidi. Das. Oh no, 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 no. Das macht hier wieder so eine dumme Suppe. Ich wollte da oben zu der Truhe gehen. Öl der Verkleinerung. Aha. Was ist mit dem toten Gedanken, Johnny? Oh, Trank der Geschwindigkeit. Und eine ätzende Knolle. Nehmen wir mit. So, jetzt mal rein ins Schiff. Beziehungsweise nee, erstmal den anderen Typ noch looten, ne? So, der Heiltrank nehme ich. Alles klar. So, let's go. Rein ins Schiff, die Leute retten hier. Das muss jetzt unser Plan sein. Gedankenschinder rauben wir auch nochmal aus. Der braucht das nicht mehr. Trank der Geschwindigkeit und eine stachelige Knolle. Die Dornen in dieser Knolle explodieren beim Auftreffen und lassen alle Kreaturen in der Nähe bluten. Erhalte eine Aktion extra, plus 2 auf die Rüstungsklasse. Vorteil bei Rettungswürfen auf Geschicklichkeit sowie doppelte Bewegungsrate. Werde lethargisch, wenn der Zustand ändert sich. Ah, okay. Dafür bezahle ich einen Preis. So, warte, warte, warte. Geht's hier tiefer rein ins Schiff? Oh, der kam an der Wand gefallen gerade. Ah, oh, der lebt noch. Ah, mit dir rede ich mal ein ernstes Wörtchen jetzt. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Ja, durch den compassion. Typ in meinem Kopf da, durch diesen Wurm. Ich empfinde nur Compassion wegen dieses Typen in meinem Kopf. You can't move, can't think. Thinking is mercifully done for you. It will be a joy to serve, to die for it an honor. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Okay, das wird ein schwieriger Wurf auf seine Gedanken. Das wäre natürlich schon irgendwie interessant. Aber ich will mich lieber befreien. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Ja, das machen wir jetzt mal. Tschüss. Das ist die gerechte Strafe. Stufenaufstieg. Yay! Death is too good for it. Ja, das heißt, wir können jetzt hier mal aufsteigen, oder was? Nee, ja, entschuldigen Sie bitte. Zack, machen wir das mal so. Stufenaufstieg, Kleriker, Stufe 2, Gesundheit erhöht. Oh, von 9 auf 15, das ist ja mal eine signifikante Steigerung. Zauberplatz Stufe 1, göttliche Macht fokussieren, Ladung 1. Grace ist das Attribut, göttliche Macht zu fokussieren. Du beginnst mit 2 Effekten, Untote vertreiben. Und einem Effekt, der durch deine Domäne festgelegt wird, wird durch eine kurze Rast oder lange Rast wieder aufgefüllt. Okay, das ist interessant. Untote vertreiben. Und was ist hier das? Wissen der Zeitalter. Du bist in allen Fertigkeiten eines gewählten Attributs geübt. Bis zur langen Rast hält das an, oder wie? Ja, klingt gut. Darf ich jetzt hier noch irgendwie einen Zauber weiteren mitnehmen? Oder wie ist das? Das ist ja schon mal irgendwie ganz cool. Ist doch gut. Klasse hinzufügen. Klassenkombination. Oh, diese fortgeschrittene Funktion gestaltet die mächtige Kombination aus Klassen zusammenzustellen. Dies geschieht allerdings auf Kosten von Klassenmerkmalen höherer Stufen. Du kannst nur bei einer Klasse auf einmal einen Stufenaufstieg vollziehen. Okay. Okay, verstehe. Also entweder vielseitiger werden oder mächtiger werden. Kampfrausch. Barde. Ich war noch nicht fertig. Du weißt, dass Musik nicht nur Spielerei ist, sie ist Macht. Durch Studium und Abenteuer bist du nur Meister des Gesangs. Das ist ja abgefahren. Böser Spott. Klingenbann. Badische Inspiration. Das ist ja wirklich lustig. Magier.
Magier meistern die arkane Magie, indem sie sich auf einzelne Schulen und der Magie spezialisieren und alte Zauber mit modernen Erkenntnissen kombinieren. Feuerpfeil, Magierhand, Kältestrahl, arkane Erholung, Zauber, Schlafen. Wow. Aber ich verstehe nicht, warum ich jetzt hier... Oh, guck mal, der Finger so... Piep, 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 piep. Ist lustig. So, was haben wir noch? Hexenmeister. Zaubertricks. Klingenbahn, schauriger Strahl. Rüstung von Agathys, Arme von Hadar. Zauberer. Zaubertricks. Knochenkälte, Säurespritzer, zielsicherer Schlag, Licht. Chromatische Kugel, magisches Geschoss. Ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt smart ist. Druide. Oh, mein Stab oder Knüppel wird magisch. Ich habe aber keinen. Dornenpeitsche. Ah, es ist wirklich schwer zu sagen, was ich machen soll. Heilendes Wort, aber die hatte ich doch schon. Ja, sowieso schon. Sprung verbessern. Verdreifacht die Sprungweite einer Kreatur. Krass. Das ist alles sehr interessant, tatsächlich. Wie war denn das nochmal? Irgendwas skalierte ja auch mit... Ach, menschliche Magier skalieren mit Intelligenz, oder? Aber Zauberer skalieren auch mit Weisheit, oder wie war das nochmal? Ich nehme mal jetzt. Und jetzt? Annehmen. Okay. Mal gucken, was passiert. Wir müssen es erstmal alles herausfinden. So, den hatte ich ja schon. Habe ich hier schon jetzt hier bei dem? Nee, Freundchen. Ätzende Knolle. Ich suche weiter. Geht's hier noch irgendwie tiefer in das... Nee. Was ist denn... Ist das alles einfach nur zerbröckelt? Oder was? Kann ich da nochmal hin, wo die arme Holde Maid in diesem... Alkoven war. Nee, da komme ich offensichtlich nicht mehr hin. Ne? Hier geht es einfach auch noch wieder raus. Es gibt ja auch keine weitere Etage mehr oder so. Schade, ich habe das einfach versagt. Ich habe irgendwas nicht gesehen. Irgendwas verpeilt, fürchte ich. Was ist da? Komme ich da runter? Nee, ne? Nee, das ist auch alles. Tja. Ja, vielleicht sehen wir sie trotzdem irgendwann nochmal. Aber für den Moment habe ich wirklich die... Befürchtung, ich habe irgendwas vielleicht auch sehr Offensichtliches einfach nicht wahrgenommen und dadurch den Tod dieser armen gefangenen Person verschuldet. So sehe ich das. Oh, guck mal, erst hier, das ist der Typ, der andere da, Astarion. Reden wir mit dem mal. Hallo. Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Kein Problem. Ich übernehme. There. Can you see it? Das ist ein Schwein. Oder wie man in Deutschland sagen würde, ein Tiger. Oder Löwe. Ah, guck mal hier, der wollte mich verarschen. Don't we? I saw you on the ship. Free, scuttling about. You're in league with them, aren't you? Those tentacle... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Ja. Du hast nämlich auch so einen Wurm. It's those tentacled monsters. Whatever they did to us caused that link. They took you too. I saw it during whatever just happened. And to think. I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. A kindred spirit. My name's Astarion.
I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. So, hier, wer in Baldur's Tor aufgewachsen ist, kennt die Stadt von ihren guten und ihren schlechten Seiten, dich vorstellen und deine Geschichte erzählen. Ja, machen wir doch. Is that so? We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? Ja. Turn us into... Ha! Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Kontrollieren, loswerden müssen wir sie. Ihr solltet mit mir reisen. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. Ich muss los. Ich habe genug Zeit verschwendet. Ja. Ja. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Also er ist jetzt mein Untergebener. Ich bin Chef, aber bei ihm kann ich noch eine Stufe aufsteigen. Stufenaufstieg. Schurke. Okay, Schurke. Sehr gut. Ich freue mich. Und er ist der Kämpfer. Ne, Schurke. Genau, und jetzt könnten wir, was könnten wir aus ihm noch Schönes machen? So ein Schurke, wie wär's denn, weiß ich nicht, so Waldläufer, Druide, irgendwas, was passt dazu? Der ist ja auch eher subtil, ne, so ein Waldläufer. Okay, kann irgendwelche Tiere bändigen, Druide, ich wär so ein Heilzauber, vielleicht. Barde, finde ich auch interessant. Schurkenbarde, ein Schurkenbarde oder Mönch. Ja, Mönche sind manchmal auch Schurken, ne? Das stimmt schon. Aber irgendwas Kleriker haben wir schon. Also vielleicht sowas wie... Ja, nehmen wir mal einen Druiden. Das muss ich eh alles nochmal so richtig checken. Finde ich denn vielleicht an anderen Ausgängen dieses Raumschiffs andere Weggefährten noch? Oder wie ist das? Hier ist jetzt ja Feierabend, ne? Genau, hier ist diese wunderschöne Küste, da ist ein Boot. Ne, das Boot ist zerschellt. Da kommen wir her und da kommen wir wieder rein. Ja, dann gehen wir mal hier lang. So, komm mal mit. Und nehmen wir mal den anderen Ausgang. Hier. Was haben wir hier noch? Ein weiteres Ereignis, so eine komische... Ein Siegelkreis. Habe ich gerade Schaden genommen? Was habe ich denn gerade Schaden genommen? Was ist das? Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Das Siegel berühren oder weggehen. Oh, ich bin neugierig. Ja. A hand? Anyone? Okay. Okay. Wer seid ihr? Die Hand schlagen, die Hand packen und ziehen. Zauber, Charisma dich mit der Magie des Siegels verbinden und sie dann bitten, sich zu beruhigen. Ja, da habe ich eine ja, könnte ich machen. Kleriker Weisheit, das ist das Beste wahrscheinlich, ne? Ein kurzes Gebet fließen lassen, um die Magie des Siegels zu beruhigen. Das machen wir. Das klingt nach einer Sache, die ich gut kann. Ach, absolut kritischer Vollerfolg. Doing is working wonders. Now a quick little
pull should do the trick. Dann machen wir das doch. Ja, das muss auch ein bisschen helfen jetzt, komm. Ah ja, er hier, hallo. Auch ein Mensch. Hallo, I'm Gale of Waterdeep. Apologies, I'm usually better at this. Darin die Zeit vorkommen, um zu verschwenden. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Yeah. And I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Ja, das hat er sehr gut beschrieben. Fahrt fort. The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? Yeah. A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? Ich bin cleric. Oh ja, Cleric, da geil. Kleriker bin ich wohl, doch ich fürchte, ich kann diesen Parasiten nicht entfernen. Ich kann uns nicht heilen. Ich kann euch eine Mütze stricken. Ich wollte euch selbst liefern. Ah, wir nehmen natürlich das hier. I suppose few enough can. Not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer. And soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Ja. Most excellent. Parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. Take care. It was an act of foresighted kindness, I assure you. I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Okay, einen neuen Gefährten haben wir uns hier angelacht. Der ist ein Magier. Yes. Und was kann der denn alles? Krasse Sachen. Hexenpfeil, Donnerwoge, Feuerpfeil, alles so, Fernkämpfer oder whatever. Ich bräuchte mal mehr so. Ich brauchte diese Barbaren da, diese Kämpferin brauche ich mal zurück. So, was kann er denn jetzt hier noch? Zwei Zauberslots, ja, Entscheidung ausstehen. Wir müssen die Unterklasse nochmal jetzt festlegen. Hier Intelligenz hat er 17. Und dann müssen wir ja Intelligenz, ne? Das war ja menschliche Magier, wofür braucht man noch Intelligenz? Wie kann man es kombinieren? Ist er ein Barde? Ich habe, wie gesagt, überhaupt gar keine Ahnung. Was hatten wir jetzt vorhin gemacht? Zauberer und Magier war. Ne, was. Warte mal, was hatten wir vorhin? Der war andere, war Schurke und Druide, glaube ich, ne? So, wir könnten jetzt Hexenmeister machen. Dann ist das konsequent, dass er diesen Weg geht. Oder halt Magier und Zauberer. Was hatten wir denn für uns genommen? Wir hatten, glaube ich, Zauberer für uns genommen, oder? Wir hatten Kleriker und ich glaube, wir hatten Zauberer auch als zweite Klasse. Dann sollten wir ja dann vielleicht dann eher was anderes nehmen, ne? Dann vielleicht eher Hexenmeister. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, so ein bisschen mit Heilen und so, also auf Paladin zu gehen. Ja, das finde ich nicht schlecht, dann kann der nämlich heilen. Wir machen das einfach mal. Es ist komplett stochern im Dunkeln für mich tatsächlich. Vielleicht kann man ja auch so einen Nahkampf. Let's move. You're not versed in magic, are you? Oh. Oh, I do apologize. I meant to ask, are you studied in magic?
Namely, are you a wizard? Which you are not. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. Okay, er ist ein bisschen arrogant. Ich wollte aber eigentlich mal ihn fragen, ob er nicht mal hier... Er kann doch jetzt heilen. Ja? Und? Geil. Ja, das wollten wir sehen. Ja, das war vielleicht eine gute Wahl. Was? Ja, okay, reicht. Das ist klar. Dankeschön. Bin zufrieden? Er kann sich das nochmal angucken hier. Karte. Dies ist eine Karte der Umgebung. Du kannst Missionsorte ansehen und eigene Markierungen platzieren. Außerdem kannst du zu Wegpunkten teleportieren, die du entdeckt hast. Wähle sie dazu aus. Okay. Ist das dann hier ein Wegpunkt quasi? Oder wie darf ich das verstehen? Wo können wir denn nochmal hingehen? Also hier, klar, diesen Weg weiter. Ich frage mich, hier war ich... Hier ist noch ein möglicher Ausgang, wo ich vielleicht noch jemanden finden kann. Dann lass uns doch hier nochmal rausgehen. Dann gehen wir hier wieder rein. Rein, links, rechts. Wollen wir das doch mal probieren und gucken, ob hier noch irgendwas ist? Wir finden hier ja ständig irgendwelche neuen Leute. Dann machen wir das doch. So, rein. May it please, Mistra. Still alive, so that's progress. Another step forward. Kommen alle mit jetzt, oder was? Ja, kommt doch nochmal schnell. So, links. Und dann hier rechts. War das hier? Ja, schon. Oder war ich nicht vorhin schon genau an dieser Stelle? Auf der Map wird sie mir nicht angezeigt. Hier rechts. Ja. So, guck mal, hier habe ich nicht gegen diesen Typ da gekämpft. Oder jemand anderes. Wurde mir jedenfalls jetzt nicht großartig auf der Map entnebelt, wie man sagt. Was ist hier? Ja. Alles verschlossen. Oh geil. Gold! Meergras und Balladonna. Oh, irgendein Rezept gehalten, freigeschaltet. Okay, Sublimat aus Belladonna. So viel Krams, den wir schon dabei haben. Im Laufe der Zeit werden wir checken, was man damit alles Geiles machen kann. So, lass mich kurz mal schauen. Hier haben wir im Prinzip dann ja alles abgelaufen. Da wird jetzt ja auch nichts mehr sein, ne? Steht hier. Oh, das Schwein können wir jagen. Oder können wir mit dem Schwein sprechen? Oh, wir können mit dem Schwein sprechen. Oh, schade. Ich dachte, das wäre die arme Frau. Kann ich wildschweinisch? Das ist ja geil. Guck mal, das kann ich. Ich kann nämlich hier mit Weisheit mit Tieren umgehen. Come on. Oh, geil. Was passiert jetzt? Ich rede mit dem Schwein. The boar grunts and eyes you warily with its beady eyes. Versuche das Wildschwein schweigend näher zu locken. Keine Angst, ich tue dir nichts. The boar shuffles its trotters, unsure. Then it dashes away into the wilderness. Schade, vielleicht hätte ich es zähmen können, das Tier, wenn ich mich für die zweite Option entschieden hätte. So, kann ich hier noch irgendwas... Nope, 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 nope. Da geht's wieder rein in das Schiff. Das sieht ja so geil aus auch einfach, ne? Das sieht echt schön aus. Okay, also dann haben wir diesen Eingang auch, diesen Ausgang meine ich. Ich weiß nicht, ist, kommt man irgendwie auf diese, an dieser Seite noch ran? Ich glaube nicht, ne? Das scheint mir hier alles, was hier da ist, nicht erreichbar, glaube ich. Befürchte ich. Hier ist zwar auch noch, aber das dürften alles Klippen sein. Ich glaube, an diesen Punkt kommen wir einfach nicht ran. Das ist ja dann so komisch ausgegraut, das ist sicherlich eine Hilfestellung. So, dann könnten wir hier noch wieder raus und weitergehen. Oder wir könnten... Naja, da könnten wir raus. Huch. Machen wir das doch mal. Hier ist ja dann sicherlich auch irgendwie Sense. Dann gehen wir da vorne wieder rein und dann geradeaus.
seid ihr Freunde? Los, kommt mal wieder hier rein. Und dann... Ich glaube, hier raus wollte ich dann, ne? Ja. Genau. Und dann können wir mal jetzt links oder rechts weitergehen. Oh, warte mal, hier geht's hoch. Gehen wir mal hier lang. Tap, 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 tap. So. Irgendwann kommen da bestimmt noch diese Dorfbewohner, die das gesehen haben und diesem Absturz dann gefolgt sind. Was war das? Wie habe ich denn... Warte mal, was ist denn... Was... Warte, 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 warte. How delicious. Vier Heilungen? Ne, mach mal eine große. Und Heilkabel wurde geheilt, dankeschön. Also so einen heilenden Magier dabei zu haben, ist schon gar nicht schlecht. Was können wir hier? Erdhaufen? It's packed too. I hear shouting up ahead. We should check it out. But be careful. Was? Wieso? Oh, geil! Ich habe eine Holzruhe ausgebuddelt. Wow! Pfeil des Eises! Keine Fernkampfwaffe ausgerüstet. Nee, das stimmt. Ja, aber er hat eine, ne? Oder? Er hat eine. So, dann lass uns mal... Warte, 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 warte. Wie kam ich jetzt nochmal da? Nee. So, genau. Dann gebe ich dir mal diesen... Wo sind wir denn jetzt? Du hast ja diesen... Das ist ja eine Fernkampfwaffe. Das wäre auch eine Fernkampfwaffe. Okay. Watch the shadows. Nee, Heidi geht vor. Hört ihr die Stimmen? Da ist auf jeden Fall Action. Swift as my feet can carry me. Die streiten. Okay, wir müssen Goblins besiegen. Die wollen sie nicht reinlassen. Da, okay, wir kommen. Heidi, komm zur Hilfe! Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! Oh, Zevlor ist mir jetzt schon unsympathisch. That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! Oh, oh, ein Löwenbark. By the nine hells! Open the gates! Ja, bisschen spät, ne? Jetzt kommen die ja sonst so ein Boot auch durch. Das hättet ihr euch vielleicht mal früher überlegen sollen. Ja. Ja. Und das wird nicht funktionieren. Warum sind die so erzürnt, diese Goblins? Warum schießt die ihre Pfeile nicht an? Geil. Achso, das ist unser nächster Companion. Oh, okay. Oh, der bläst da gleich ins Horn. Ja, geil. I'll bleed every last one of you. Au. Au. Oh, was war das denn? Sehr schön. Oh, krass. Ja, das tat weh. So, jetzt sind wir dran. Heidi hat natürlich wieder alle Hände voll zu tun. Als erstes sollten wir... Ich habe von ihr natürlich keine... Ja, High Ground wäre natürlich besser gewesen.
aber ja, 55%ige Chance. Was ist denn, wenn ich... Kann ich ihn von hinten platt machen? Und da ist ja auch noch jemand. Oh, da setze ich mich aber einer gewissen Gefahr aus. Was ist denn, wenn ich... Pass auf, was ist denn, wenn ich einen Hauptangriff mache? Ich hätte gehofft, dass er irgendwie... Ja, jetzt kannst du nicht mehr viel machen. Oh no! Oh no! Oh no, Fehlschlag, oh zum Glück. Aha, Fehlschlag, ihr könnt ja gar nichts, weil ihr seid ja sehr schlecht in diesem Spiel. Geil. Oh, es gibt hier so viele Tricks, Zaubertricks. Tausend verschiedene Angriffe, Kombinationen. Sehr gut. Oh, der hackt den armen Mann, der da am Boden liegt, um. Ach du grüne Neune. Was ist denn hier mit meinen anderen? Wieso kann denn nur Heidi jetzt kämpfen? Was ist denn mit den anderen Leuten los? Also, was haben wir denn hier? Magisches Geschoss. Das ist ja geil. Wie viel hat er noch? Er hat noch 4 Health. Also, ich könnte natürlich easy das machen. Hier das, 4 bis 24 Schaden, ist fast ein bisschen verschwendet. 3 bis 6. Da müsste ich ein bisschen, wenn ich Glück habe. Ich mache mal den durchbohrenden Schlag. Ich hoffe mal, dass es klappt. Ja. Und jetzt. Jetzt könnte ich ja mich ja noch mal schützen. Also entweder ich gehe jetzt hier hoch. Oder ich, ja, ich gehe mal zu ihr hoch. Jetzt ist natürlich klar, jetzt könnte ich mich gleich umhauen, aber darf er nichts mehr machen. Aber ich kann noch das hier machen. Haha, jetzt kannst du mich nicht angreifen. Geil. Sehr schön. Also er darf wieder aufstehen, aber niedergeknüppelt. Oh, hat aber nicht geklappt. 2 Fehlschläge, sehr blöd. Ja, ich darf nicht angegriffen werden. Lass mich in Ruhe. Okay, Area of Effect, Armee von Hadar oder sowas. Ich frage mich gerade, warum ich meine Homies nicht mit ins Spiel nehmen darf. So, ich mache jetzt mal, wie viel hat die denn? 7. So, die kriegt jetzt hier mal so einen schönen, richtig schönen lenkendes Geschoss ab. Tschüss. Und habe ich von hier oben, habe ich die nötige Reichweite? 18 Meter? Was war da? Immer so. Wie viel Reichweite hat es? 20 oder wie viel waren das? 18 Meter genau. Ja, pass auf. Dann geht es mal nach vorne und mal gucken, was jetzt passiert. Vielleicht habe ich ja die Reichweite, um von da oben zu schießen. Das wäre hervorragend. No, no! So, ich verstehe nicht, was hier los ist, ehrlich gesagt. Die sind irgendwie, sind die nicht dabei, ne? Die sind irgendwie, waren die zu weit hinten, als es begonnen hat? Oder ist das gewollt vom Spiel? Ich weiß es nicht. Oder kann ich die jetzt anklicken und... Don't touch me. Du kommst in die... Ach, du grüne Neun, okay. You have my attention. Okay, so auf die Art und Weise, kann ich die jetzt noch dem Kampf hinzufügen, oder wie ist das? Ach, das hätte ich ja mal viel früher machen sollen. Ja, jetzt habe ich ja irgendwelche Leute hier verloren. Ja, okay. Naja, das ist natürlich echt Quatsch. No gloom, all doom. Ja, okay, schade. Survival is all that matters. Das hätte ich früher machen sollen. Lenkendes Geschoss. So, habe ich jetzt die Reichweite? 70%.
Ist denn hier noch ein Schwein im Priester der da? Die sind beide total gemein. Ich mach mal. Ja, eben immer den hier. Heidi Kabel hat lenkendes Geschoss auf Grottenschrat gewirkt. Heidi Kabel braucht 14 für ein Trefferergebnis. 13. Nein! Du bist beim nächsten Angriffswurf, Attributswurf oder Rettungswurf im Vorteil. Ja, mach ich. Yeah! Geil. Kann ich noch irgendwas anderes Geiles machen? Nö. Das brauchen wir nicht, das Heiligtum wirken. Dann ist jetzt mal Feierabend. Oh ja, das hat ihm das Leben gerettet! Oh Mann, ey. Er kann auch mal was machen da oben. Dankeschön. Also wir haben jetzt aber dadurch, dass ich leider meine Leute nicht richtig bewegt habe, glaube ich schon, dass wir dadurch jetzt einen verloren haben, ehrlich gesagt. So, warte, was ist denn die Reichweite? 17 Meter, was habe ich denn mit meinem... Also pass auf, ich habe jetzt hier diesen Fernkampfangriff. Der hat eine Distanz von 18 Metern. Ich will den platt machen. Das funktioniert aber natürlich so nicht. Wie weit kann ich denn noch gehen? Oder wenn ich hier hochgehe, was ist denn damit? Nee, ich gehe näher ran. Darf ich denn von hier noch schießen? Let's move. Hab ich noch einen Schuss? Oh, 50% Chance. Ja, das war gut. That was the last of them. Inside, all of you, more may follow. Open the gate! Okay. Was, wieso kriege ich jetzt hier Schaden? Da bin ich aber sowas von dagegen. Shit. Was war das denn jetzt? Alter, shit, ich habe irgendein... Was habe ich? Irgendein Problem auf jeden Fall. Hey. Okay, pass auf. So. Hoi, ey, was ist denn mit mir gerade los? Hab ich mich vergiftet oder was? Oh, ein Goblinbogen. Dann können wir gleich unserem Freund hier mal unterjubeln. Ja, erstmal, ist mir egal, ob da jetzt jemand kommt. Wir looten erstmal alles. Looten wird ja wohl hier niemanden stören, oder? Das gehört doch zum Tagesgeschäft. Kann mir keiner erzählen, dass er moralisch dem Looten erhaben gegenübersteht. So, das ist sehr schade, dass Remira tot ist. Das hätte ich verhindern können. Oh. Ah. Ein Auszug aus Begegnung mit dem bösen Vettern von Elisabeth M. Ruß. Zu lange ist es her, werter Leser, dass wir beisammen saßen. Ich wünschte, das läge daran, dass ich auf Reisen war, um weitere Kniffe und Ratschläge für den Umgang mit dem Bösen für euch zusammen. Leider ist dem jedoch nicht so, denn ich gefiel einer grünen Vettel zum Opfer. Viel. Sorgt euch nicht, ich bin am Leben und wohlauf, doch ich habe die letzten 2 Jahre in ihren Diensten verbracht. Eines Tages werde ich berichten, was in dieser dunklen Zelle geschehen ist, doch dieser Tag ist noch nicht gekommen. Stattdessen möchte ich euch warnen, wir haben schon zuvor über Vetteln gesprochen. Nachtvetteln, Seevetteln, grüne Vetteln, darüber, das mit ihnen, das ist ja, Alter, wie lange ist das denn? Nicht zu scherzen ist, doch trotz all meiner Forschung hatte ich nie wirklich begriffen, was es heißt, tatsächlich einer Vettel zu begegnen. Vettel sind böse Wesen, die ihre Opfer durch Magie, Täuschung, Illusion oder sogar Erpressung ködern. Das war mir bekannt, ich habe es euch, werter Leser, oft genug gebläut. Doch ich wusste nicht um ihren Charme und ihre Reize, ich wusste nicht, dass ich sie schon bald lieben würde, dass ich den Wunsch verspüren würde, ihr zu gefallen. Sie wickelte mich ein, sie verführte mich mit ihren kühnsten Träumen. Ich hielt mich für listig, glaubte ich, ich könnte sie übertölpen. Ich habe einmal über den Glabri zu triumphiert. Da wurde ich doch wohl mit einer grünen Vettel fertig werden und sie ließ mich glauben. Und dann ließ ihre Falle zuschnappen. Vetteln finden Freude am Leid anderer. Sie lieben es, jene in ihrer Obhut auf neue, einfallsreiche Art zu peinigen. Und auch wenn ich nicht entkommen bin, lebe ich in der ständigen Furcht, dass entweder sie oder eine ihrer Schwestern mich holen kommen.
Denn ein Vetteln Zirkel lässt auch nicht die kleinste Beleidigung ungestraft. Und so widerrufe ich meine früheren Ratschläge für den Umgang mit Vetteln. Meine Empfehlung, sich auf kluge und listige Täuschung zu verlegen. Stattdessen rate ich euch dringend, ihr solltet ihr einer Fälle begegnen. Lauft und betet, dass ihr euch nicht verfolgt. Okay, das ist doch super. Das heißt, wir wissen jetzt in Zukunft, wie wir mit Vetteln umgehen. So, was haben wir hier? Handschuhe der Macht. Verderben der Absoluten. Bei einem Nahkampftreffer bewirkst du möglicherweise einen Malus. Okay. Ich bin ja aber so selten im Nahkampf unterwegs. Das würde ich dann jemand anderem geben wollen. Und zwar, ehrlich gesagt, sind die alle schlecht im Nahkampf. Ich brauche einen Nahkämpfer. Aber wir haben ja auch jetzt hier diese ganzen Bögen eingesammelt. Kann ich eigentlich mit Bogen umgehen? Warte mal, was steht da für eine... 3 bis 8 Schaden, 3 bis 8 Schaden. 3 bis 10 Schaden, 4 bis 9 Schaden. Das ist eigentlich egal. 3 bis 10 Schaden, was hat der? Achso, der hat so einen Kampfstab. Braucht der noch irgendeinen... Kann der einen Bogen überhaupt nutzen? Würde man dann nicht... Warte mal. Wenn ich jetzt... Steht das da irgendwie? Pass auf, wir machen mal das weg. Oh, Goblins. What's next? Ich will mal sehen, ob ich... Nee. I'll give up now. Kurzbogen zu Ende, könnte ich doch eigentlich nutzen, oder nicht? 3 bis 8. Okay, Haupthand, Fernkampf, Goblinbogen, Kurzbogen, Langbogen. Oh, der Langbogen macht 3 bis 10. Deine mangelnde Übung bedeutet, dass du weder Angriffswürfe mit dieser Waffe deinen Übungsbonus hinzufügen, noch die Spezialwaffenaktion der Waffe einsetzen kannst. Ja, okay, das heißt, aber warte mal, dann... Ah, okay, ungeübt. Ne, dann nehmen wir natürlich den. Entschuldigung. Wie kann ich den wieder rausziehen? Ah, okay. Kurzbogen, so Goblinbogen. Eigentlich scheißegal, welchen wir nehmen. Habe ich jetzt da zwei? So. Okay. Das heißt, den kann ich sogar benutzen. Das ist natürlich gut zu wissen. Und dann habe ich jetzt ja meinen Dolch. 3 bis 6 dürfte ich theoretisch, das darf ich nicht. Kann ich nicht führen. Rapiere kann ich auch nicht führen. Die Axt ist jetzt auch nicht bedeutsam besser. Okay, was ist eigentlich mit dem Brief? Bürgerin Remira, wir haben eure Bewerbung interessiert erhalten und auf eure Erfahrungen im Bereich mit Begeisterung reagiert. Leider deuten eure wiederholten Verweise auf Lohn und Beute auf Motive hin, die mit denen von Ansurs Besten nicht vereinbar sind. Gewiss seid ihr eine Bereicherung für jede Abenteuergilde. Wir wünschen euch viel Glück bei der Suche nach einer Gilde, die besser zu euren Prioritäten passt. Ah ja, okay. Verstehe, hat sie einen Korb bekommen. So, dann lass uns doch mal gucken. Dann lass uns dem, der kann das hoffentlich... Kann der das? Keep a blade. Und was ist mit ihm, wenn ich ihm jetzt noch so einen Goblinbogen gebe? Ja, das geht ja theoretisch alles klar, ne? So, und der hat jetzt auch 4 bis 7. Braucht der noch Nahkampf? Hat der seinen Dingsbums? Ja, das finde ich ganz gut. Und jetzt könnte ich noch mir die Handschuhe ausrüsten, wobei ich ja eigentlich auch alles andere als ein Nahkampffreund bin. Aber jetzt habe ich die halt. Okay, gehen wir da mal rein, oder? Ist nicht erreichbar. So, ihr Lieben, wir machen an dieser Stelle mal eine Pause für heute, denn ich möchte das Video möglichst schnell noch auch hochladen, damit ihr das jetzt hier gucken könnt, was ihr jetzt ja gemacht habt. Kurzes erstes Fazit zu Baldur's Gate 3. Es macht echt Spaß. Es ist, erschlägt einen erstmal mit seiner Komplexität. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die man irgendwie kombinieren kann. Das fängt an natürlich mit der eigenen Rasse, dann mit diesen ganzen anderen Schwerpunkten und Einflüssen, mit diesem Guardian und dann mit der zweiten Klasse, die man noch dazu packen kann, die ganzen Zaubersprüche. Es ist unglaublich tiefgehend und komplex. Trotzdem kann man auch zu Beginn
Erfolge feiern und irgendwie zumindest so die Basics anwenden. Man muss sich, glaube ich, auch mal ein bisschen Zeit nehmen und einfach dann im Stillstand jeden Spell sich einmal genauer anschauen. Wie kann man die irgendwie kombinieren? Was ist der beste Ablauf? Wie sieht das aus? Wie bewegt man sich? Man muss die Initiative-Werte irgendwie beachten, wenn man in den Kampf geht. Die Zusammenstellung der Gruppe wird wichtig. Ich habe noch nicht einen Tank sozusagen. Ich müsste irgendwie auch nochmal einen Tank klar machen. Da hatten wir diese Barbaren zu Beginn, die uns ja irgendwie abhanden gekommen ist. Die wird sicherlich nochmal irgendwie auftauchen. Also die Gruppenzusammenstellung ist auch wichtig und da werden ja neue Charaktere noch hinzukommen. Und wie gesagt, das ist ja erstmal nur der kleine Zeh in die Badewanne des Abenteuers gesteckt, weil da gibt es so viel zu entdecken. Dieses Spiel ist unfassbar groß und ja, wir haben wie gesagt jetzt mal einen kleinen Hauch davon erhalten, was einem hier alles so passieren kann. Es gibt natürlich auch einen Multiplayer, den haben wir auf Rocket Beans TV am Donnerstag um 20 Uhr gespielt. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video seht, da ist eventuell auch schon dann dieses Video bei Rocket Beans auf dem Let's Play-Kanal online. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, schreibt mir sehr gerne in die Comments. Wollt ihr weitere Teile sehen? Heidi Kabels Abenteuer, gefällt euch das? Sehr gerne auch Tipps, also insbesondere jetzt auch zu meiner Charakterklasse und so weiter, weil ich da zum ersten Mal jetzt auch Baldur's Gate spiele. Ich habe es nicht im Early Access gezockt. Schreibt mir wirklich gerne Tipps rein, das ist gern gesehen und ist auch nicht irgendwie Backseat Gaming oder so. Das könnt ihr gerne machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's von Folge 1 Baldur's Gate. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute!